Zusammen. Hallo zum Euro Truck Simulator Stream. Wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen. Peter ist natürlich mit am Stissel. Und mal erleben. Ja, genau. Möchtest du dies? Ich habe 5 Stunden bisher da drin laut Steam und ich bin mir sicher, dass diese 5 Stunden bisher ausschließlich Bullshit waren. Ah, 5 Stunden Wreckfest ist auch schön in Euro Truck Simulator. Ja, genau das war das bisher. Deswegen will ich das jetzt mal ordentlich spielen. Oh mein Gott. Ja, hallo Chat. Danke, Clayden Fire mal wieder für 57 Monate. Ach, Zangetsu hat auch schon 5 Abos verschenkt. Vielen Dank. Heute wird trainiert für Donnerstag. Ja, genau. Mach ich ein neues Profil eigentlich? Oder wie machen wir ich das? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Der Chat kennt sowieso 3000 Kilometer Tour. Let's go. Ja, Cookie, weiß ich nicht. Ich glaube, so lange Fahrten können wir noch gar nicht annehmen, weil wir den Perk dafür gar nicht haben. Hast du das im Perks oder was? Mhm. Entschuldigung, ich habe beim letzten Video habe ich wohl vergessen, Fähigkeiten wirklich zu aktivieren oder so stand in den Kommentaren. Oder das war in einem anderen Video, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hast du den beiden vergessen. Ja, das kann auch sein. Für das nächste Video, was wir bei PeteSmeet machen, machen wir auch die Speedbegrenzung aus auf jeden Fall. Aber wir spielen ja jetzt ordentlich. Die Speedbegrenzung? Ach so, ja, aber das ist ja nur, dass du geblitzt wirst, weil so ein LKW nee, du kannst nur dann schneller als 90 km/h fahren. Das kann ja so, oder? Nee, das konnten wir nicht. Nee. Nee, okay, dann habe ich das einfach nicht wahrgenommen. Ja, die Frage ist eine gute, die der Peter da gestellt hat, Chat. Was habt ihr heute Schönes gemacht? Wir haben heute aufgenommen, dann war ich mit dem Hund spazieren. Danke. Und mehr habe ich heute noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aufgenommen, einkaufen, genau. Kochen, Sport, jetzt ja, hier. Das habe ich noch nicht gemacht, einkaufen. Ja, pass auf, ich habe Level 7, ich bremse zuletzt. Danke. Das ist das, womit ich online zuletzt gespielt habe, Chat. Das kann ich doch, solange ich hier mit World of Trucks ist verbunden. Mit dem Profil auffahren können. Wir haben die gleichen Add-ons oder DLCs oder whatever. Ich habe kein gutes. Oh, ich habe kein ordentliches Profil, logischerweise. Ja, du musst auf jeden Fall eins machen, so oder so. Also ich habe halt nur das, womit wir halt Quatsch gemacht haben. Aber Best Case ist dann auch mit World of Trucks verbunden, ja? Mein Mikro klingt blechern, okay. Okay. Ich hab da nichts dran umgestellt eigentlich. Also vielleicht beim Putzen mal hier so die Rädchen gedreht oder so. Teamspeak klingst du so wie immer. Hoffe nicht. Dankeschön. Danke, danke, Jonathan, sein Haar. Ist auch endlich da. Ich mach mal Spiel fortsetzen und dann kann ich ja gleich mal gucken. So, ich habe jetzt ein Profil, was auch online verbunden ist. Autospeicherung, fehlender Mod festgestellt. Ja, brauche ich doch gar nicht, du Arschspiel. Mach mal. Frosty will ich nicht. Fortfahren. Danke. Die Frosty-Mod brauchen wir ja nicht. Das war ja auch das Beste. Wir haben uns extra die Mod runtergeladen, um die Weihnachtssachen zu fahren. Und eine Woche später kam das Weihnachtsupdate. Ah, Legend Slam, neu mit Prime gesubbt, vielen Dank. Final Lightning und Lucraft TFT, nee, FTF, so rum. Dankeschön. Reticulum Maniac, Tadex, Anna Theresa und Lieschen. Dankeschön. Ich habe hier meinen wunderschönen LKW, ne? Ich kann auch auf die Aufträge gucken. Also ich habe eine Firma und einen eigenen LKW. Ich stehe in Marseille. Wieso hast du einen? Achso, hast du dir schon freigeschaltet? Ja, ich habe mir irgendwann mal einen gekauft. Ich habe 77.000. Ich meine, ich habe auch hier so einen. Wo gucken wir das denn nochmal? Fahrermanager. Ich habe auch so eine Mitarbeiterin. Katie. Mitarbeiterin? Was geht denn alles klar in dem Game hier? Katie hat eine Bewertung von 0,8. Was? Bist du denn jetzt auf einem Online-Server drin? Ich connecte ja automatisch zu World of Trucks. Kannst du mir hinterher joinen? Ah, warte mal, Convoys. Das ist halt so ein bisschen, genau, machen wir es über einen Convoy? Ja, ich lade Port noch, das dauert irgendwie relativ lange. Convoy hosten.
Wollen wir erstellen? Sitzungsname für zum ersten Chat. Da müsste ich mal eben das Passwort, dürfte mal kurz nicht gucken, glaube ich. Wobei in Euro Truck Simulator sind nicht so viele Trolle unterwegs, glaube ich, wie in anderen Spielen. Das, Benny, vielen Dank und Super Mini. Dankeschön. Du hast mal ein Intro gekriegt. Wie heißt das? Das ist richtig. Ja, pass auf, also. Oh nein, ich habe Maussteuerung ausgewählt. Ich glaube, das war ein Riesenfehler. Ihr lenkt mit der Maus? Weiß ich nicht. Schnell umstellen. Willkommensnachricht. Hallo, maximale Spieleranzahl. Nur Steam-Freunde, das ist okay. Andere Spieler in kollisionsfreien Gebieten ausblenden. Nein, Geschwindigkeitsbegrenzer aus. Bestätigen. Du bist jetzt in einer Konvoi-Sitzung. Okay. Habe ich hier erstellt. Guck mal, ob du so bei Steam hinterherkommst. Ansonsten heißt das Spiel so. Und das Passwort ist so. Okay, ich habe mich bei dem oberen verschrieben, aber das ist nicht so schlimm. Das so, wie es eigentlich heißen sollte? Nee. So. Ah, ja, ja, ja. Danke, Löhr. Ja, ich würde das Radio anmachen, aber das weiß ich nicht. Also. Wirklich hast du Frosty Physics an? Nee, die habe ich nicht geladen. Also wenn er also ich musste die unter den Mods auch wieder ausstellen. Ja, aber den Fehler hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal. Genau, wenn er dann sagt, ja, aber ich will das trotzdem laden, sagt er von nein. Das Problem ist, ich kann vorher nicht auf Konvoi beitreten klicken. Oh, Hirschkopfgetränk. Vielen Dank für 5 Abos an die Community und uns. Dankeschön. Was haben wir denn hier für so Radiosender? SWR3. Nee, das wollen wir nicht hören. Schlagerparadies, jawohl. Was läuft denn da gerade? Ach, 1 Live, so läuft das gleiche Lied wie vor einer Woche. Wo sind denn die richtigen Trucker-Dinger hier? Wo ist denn WDR 4? Haben die nicht? Frech. Ja, das ist ein echter Radiosender, ja, ja. Wobei, die haben hier auch, glaube ich, von Eurotruck selber einen drin. Wobei ich, naja, du hast auch hier den litauischen Russradio. Russradio Litauen. Okay. Haben die da nicht irgendwo einfach so einen Labersender? Allzeit. Radio NL. In der Furchtbahn geht das Licht an. Radio Diddle-Ding. Ja. Die haben ganz viele Radiosender hier drin. Polnisch ist auch immer schön. Also du kannst nicht connecten, oder wie ist das? Ich, also gerade habe ich es probiert und dann hat er gesagt, Mods stimmen nicht überein. Ich finde das höchst verwirrend. Pass auf, dann speichere ich mal. Neu. Das sollte ich ja dann ohne Mods speichern. Dann mache ich nochmal aus. Dann mache ich wieder an. Dann sollte der eigentlich nicht meckern, dass ich keine Mods habe. Machst du im Startmenü dann quasi... Geh nochmal ins Startmenü. Du bist in der Konvoi-Sitzung. Ja, die mache ich aus. Konvoi abgeschlossen. Fortschritt akzeptieren. So, im Mod-Manager habe ich rechts unter aktive Mods die Frosty-Dinger rausgenommen. Okay. Ja, okay. Theoretisch können wir die auch komplett löschen. Ja, das ist richtig. TAS, dankeschön. Danke. Und Bockes und Dicke Biene und Dr. Whoopi finde ich auch schön. Sind sie in der gleichen Reihenfolge? Nee, wir haben eigentlich gar keine aktiven Mods. Also genau, so eigentlich der Plan. Ich weiß, die Reihenfolge ist wichtig eigentlich, aber wir haben eigentlich keine Mods. So, ich habe rechts unter aktive Mods auch keine. Sehr gut, keine Mods aktiv. Möchtest du den Mod-Manager verlassen? Ja. Gehe ich jetzt in the game rein. Dann gehe ich jetzt auf Spiel fortsetzen. Ah, kurz laden. Guten Tag, Drogenhund.
Eigentlich sollte sogar der alte Pizza Meat Brothers aus dem 2012 LP funktionieren. Ja, moin. So, dann mache ich jetzt hier Convoys und hoste nochmal. Und wir erstellen. Das spawn ich eigentlich direkt in einem LKW. Ich sollte gar keinen LKW haben, oder? Ja, doch, du. Damit du einen Auftrag machen kannst, wahrscheinlich. Du kannst das nicht direkt fahren. Mit so einem Startauftrag, weißt du? Wie sieht das Lenkrad ganz zabbelig aus? Hast du mit Maussteuerung an? Ja, eigentlich nicht. Echt deswegen? Also ich bin jetzt wieder in so einem Konvoi. Okay, gut. Moin, Brausepiemel. Fahr dir mit Lenkrad? Nee, ich nicht, weil dann habe ich zu wenig, also nicht zu wenig Tasten, aber die dann so umzulegen ist mir eigentlich zu umständlich. So, der braucht immer relativ lange, um die Konvois zu sehen. Ich aktualisiere. Ja, es gibt viele. Es gibt chinesische Konvoi-Server, das ist ja völlig insane. So, ich sehe den. So, geil. Jetzt kann ich auch Konvoi beitreten, verrückterweise. Okay, das war vorhin komplett ausgegraut. Keine Ahnung, warum. Du bist jetzt in einer Konvoi-Sitzung. Mega! Dann kann ich mir doch jetzt einen Konvoi, also einen Auftrag aussuchen und du kannst den gleichen annehmen, kriegst ja dann nur die Kohle dafür. Genau, ich kann jetzt logischerweise noch keinen eigenen. Wie viel Geld habe ich denn? Level 0? Ich beginne mit 2000. Ja, genau. Und theoretisch läuft das dann so, dass du über die Bank Kredit aufnimmst und ich glaube, so 100.000 brauchst du schon. Also so ein LKW für 90.000 oder irgendwie 80 oder so würde ich schon nehmen, weil sonst hast du so eine Schlepperkiste, da kannst du auch einen Esel nehmen. Okay, sollte ich das jetzt schon machen oder machen wir quasi schnelle Aufträge? Also ich mache keine schnellen Aufträge. Ich würde hier mal 90.000 Dollar laden. Hat Pete auch die Map DLCs? Ja, hat er. Okay, dann muss ich, wenn wir keine schnellen Aufträge machen, brauche ich ja auch einen, oder? Ja, warte mal. Felix schreibt, du kannst mittlerweile gebrauchte LKWs kaufen. Ja, sehe ich hier auch. Wo denn? Wo siehst du das? Rechts sehe ich gebraucht LKWs. Im Hauptmenü quasi rechts. Warte, ich gehe da wieder raus, dann kann ich es dir besser erklären. Ja, genau, da. LKW-Zustandsübersicht. Ja, da okay, kann die gleiche Strecke auch als schnelle Aufträge bekommen. Ja. Also es gibt mittlerweile LKW-Zustandsübersicht. Ein Stern, zwei, drei, vier Sterne, solid condition, excellent condition. Das ist ja krass. Ich kann tatsächlich noch keinen Kredit bekommen von der Bank, weil ich noch ein zu niedriges Level bin. Ja, dann müssen wir erst fahren. Dann kann ich ja einen Auftrag annehmen, du nimmst den gleichen an und ab geht die Post, oder? We'll try that, ja. So, Chat, wo fahren wir denn? Also, pass auf, ich habe nämlich unter, wo waren das nochmal? Da, Fähigkeit. Da habe ich nämlich Fernfahrten drei Punkte und damit man Lieferung bis zu 850 Kilometer machen kann, ne? Also von wegen hier, Cookie, 3000 Kilometer fahren, da brauchen wir Level 6. Jetzt wird richtig reingegrindet. Na, gucken wir doch mal. Pass auf, wir sind, also ich muss mal jetzt ein bisschen gucken. Bin ich denn überhaupt? Ich bin in Berlin schon mal. Ne? Ja, das ist, glaube ich, egal. Okay, hoffentlich. Detox, vielen Dank für 5 Abos. Nee, nichts starten mit Modo 4 Funktion. Also wir können vom, wo ist denn Calvi? Okay, oh, das ist ja auf der Insel. Wollen wir mit der Fähre fahren? So eine kurze Fahrt? Direkt was Verrücktes für mich, finde ich gut. Preis pro Streckeneinheit ist auch ordentlich. 26 Euro, das können wir schon machen. Ich habe mir mittlerweile so viel freigeschaltet. Man kann ja Norwegen gar nicht bis nach oben fahren. Geil, Bohrsäure. Okay, du musst Oslo fahren. Was ist das denn? Ja. Oder Bergen. Finnland ist das höchste in Tampere. Russland kann ich bis St. Petersburg fahren. Wie nett von euch. Ja, genau. Aber der Südosten, das ist das Interessante. Vielleicht, man kann bis nach Istanbul fahren. What the fuck? Mhm. Von Wien bis nach Istanbul. Eine kleine Strecke. Ja, pass auf, wir fahren mal hier ein bisschen mit der Fähre. Das sehe ich doch. Als Navi-Ziel einstellen. Jetzt muss ich erst dahin fahren und den Auftrag annehmen. Das ist ja auch wild. Nach Barcelona kann man fahren. Über die Pyrenäen, Junge. Über Montpellier, wo ich schon war, ist insane. Auf geht's. Ey, Chat, kurze Frage. Die Tankanzeige da über dem Navi, ist das gelbe voll oder seid grau voll. Warte mal, ich guck mal eben auf dem Tacho. Wo ist die Tankanzeige? Oh,
Ich glaube, ich muss wenn, wenn du so weit bist, dass ich theoretisch den annehmen kann. Ja, nee, ich muss erst dahin fahren, um den anzunehmen. Ich kann mich ja nicht mehr teleportieren. Der ist leer, alles klar. Peter, ich muss auch noch tanken fahren. Da kriege ich in der Zeit so einen kleinen Mini-Auftrag hin hier, den ich sowieso zugeschickt habe. Ja, bestimmt. Wenn er kurz ist. Biege nach rechts ab. Oh, boah, ja, mein Wendekreis wie ein LKW. Gibt so schöne Strecken, ja? Ich glaube ich. Du solltest dich auch ausruhen. Ach nee, komm! Hast du eigentlich bei dem letzten Video reingeguckt, was wir hochgeladen haben? Bei dem letzten Video, was wir hochgeladen haben? Wo wir die Ostereier versendet haben? Ja. Jays wunderbare Grafikeinstellungen haben mich ja schon zum Lachen gebracht, muss ich sagen. Also ich weiß auch nicht, was er da eingestellt hat. Keine Ahnung. Er hat sich auch noch beschwert am Anfang. Mein Lenkrad sieht aus wie, weiß ich, was er da gesagt hat. Jetzt muss ich mich ja an Geschwindigkeitsbegrenzung halten und alles. Das ist ja jetzt ernst. Wird auch recht. Ja, sein. Also ich sag mal. Er hat alles auf Salty eingestellt, ja genau. Der Brabs-Cam war auch ein absoluter Legenden-Move. Jays Grafikeinstellung war Salty, das stimmt schon. Oh, Licht sollte man hier anmachen. Ah ne, war schon an. Ja, guck mal. Guck mal, da ist eine Auto-Einstellung. Wieso, die habe ich bei meinem Auto auch. Ah, wieso geht das hier nicht? Kann ich auf Auto stellen? 10 Kilometer drüber geht immer. Ja, schlafen kann ich gleich an der Tanke, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie das im Multiplayer ist. Muss Peter dann auch denn? Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Achtung, achten Sie. Oh. Ja, ich hatte beim letzten Mal die Navi-Frau auf. Oh, auf was haben wir die gestellt beim letzten Stream-Chat? Ich glaube auf Polnisch oder so. Fand der Chat nicht so geil. Aber irgendwann wusste ich, was links, rechts und so heißt. Habe ich schon wieder vergessen. Mal kurz Hilfe vom Chat. Wenn ich immer, wenn ich vom Gas runtergehe, also wie nicht drücke, kommt so eine gelbe. Am Kreisverkehr. Gelbes Licht in meinem HUD. Das sieht irgendwie falsch aus, muss ich sagen. Hast du die Retarderbremse an? Hast du mal E gedrückt, wie. Oh, habe ich tatsächlich. Das ist die Retarderbremse. Danke für die Info. Profis am Werk, Freunde. Wollt ihr den Spiegel rechts sehen? Dann mache ich mich da drunter. Dann kann es sein, dass ihr ein bisschen von dem Navi. Dann seht ihr zumindest ein bisschen mehr Spiegel. Moin, Freili. Ja, wollt ihr, okay. Ja, sobald ich den Berg. Kannst du die Retarderbremse erklären? Ja, das ist, wenn du halt kein Gas mehr gibst, dann bremst das Eutekind für dich. Das ist wahrscheinlich, wenn du. Also, genau weiß ich das nicht, aber ich kann mir vorstellen, das ist praktisch, wenn du so bergige Landschaften serpentinmäßig runterfährst. Das belastet LKWs doch ziemlich. Ich weiß, als wir im Schwarzwald waren, haben wir mal einen gesehen, der musste stehen bleiben und hatte fast brennende Bremsen. Retarder, verschleißfreie Motorbremse. Ah, guck mal. Verschleißfreie Motorbremse, ja, super, danke. Ich fahre hier gerade Berlin Richtung Magdeburg und ich bin die Strecke ja gerade erst wirklich gefahren am vergangenen Wochenende. Das ist ja schon sehr verkürzt hier, muss ich sagen. Alter, Digga, ich fahr schon wieder durch so eine scheiß Mautstelle. Gib Gas da! Ah, Snapper One, das habe ich mittlerweile auch mal gecheckt, dass man vielleicht als LKW auf Landstraßen nur 60 fahren darf und deswegen das vielleicht bei uns auch so angezeigt wurde. Anfang das einer Mautstrecke. Ich legit nicht. Bitte Ticket aufbewahren. Was soll ich denn damit machen? Wegschmeißen oder was? Also so langsam brauche ich echt Scheiße. Ich muss mal eben auf die Map gucken. Langsam niedriger Tankfüllstand. Ja, sie sollten eine Tankstelle aufsuchen. Ich muss mal hier kurz stehen bleiben, um auf die Map zu gucken. Ich brauche eine Tanke, sonst habe ich gleich echt ein Problem. Wo Tankstelle? Das kann nicht wahr sein. Ist hier, ist da eine Tanke? Freunde, der Chat. Da ist erst eine Tankstelle. Oh mein Gott, ich muss bis da. Okay, Freunde, wir müssen das bis da, müssen wir das schaffen. Ja, lass uns loslegen. Ist ja meist aus dem Kopf, welche Taste hier Geschwindigkeit halten war? Nee. Gab auch ein, wegen so schnell, es gibt auch ein, Nee, danke, Chat. AC, okay. Schaffst du easy, alles klar, Chat. Chat ist richtig drin im Euro-Truck Simulator, Junge. Ist ja Tempomat, insane awesome. Genau. Tempomat war das. V für Tempomat hoch. Achtung, achten so, ja, nee, 80 km/h sogar. Ja, ich achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung, Schatzi.
Habe ich doch gemacht, guck mal. Jetzt fahren wir hier einfach schön mit 80, jetzt kann ich mich noch so ein bisschen umgucken. Ist nicht R der Retarder? Ey, irgendwie ist das R. Ich weiß nicht, was R ist. R ist die Bremse halt, die, ah, ja, die Motorbremse war R. Danke, insane. R ist Radio. Ich mache mir Sorgen um den Spritnachschub. Komm schon, ich muss da nur noch machen. Ach, guck mal da. Remaining Fuel Range, 343 Kilometer. Ja, ist ja easy. Steht ja sogar im Tacho. Aber ich habe ein bisschen Angst vor den Franzosen. Die fahren bitte alle wie die Wahnsinnigen. Bitte rechts halten. Da blinkt mir natürlich. Gucken, dass wir keinen Fahrradfahrer platt fahren. Hattet ihr schon Motor 4 Funktion? Ey, ich noch nicht. Also in dem Stream jetzt noch nicht, in dem Spiel ist es vielleicht schon mal vorgekommen. Dankeschön. Oder Viserai? Weil das war American Truck Simulator, wo wir die Motivier-Funktion hatten. Nicht Euro Truck Simulator, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt werde ich von so einem Bus überholt. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Gas! Der American Truck Simulator kam nach dem Euro Truck Simulator, oder? Ja. Oh, Bus. Ey, Bus! Was machst du denn da? Der drängt mich hier voll ab. Hallo! Ich würde gern Platz auf der Autobahn haben. Das ist ja unfasslich. Hätte nicht mal eben links rüberfahren können. So, war hier schon die Tankstelle? Nee. 2012, um Gottes Willen. Ja, 12 Jahre her. Doch, tatsächlich schon. Ja, ja, die könnten mal den ETS 3 rausbringen. Direkt Unfall. Nee, wir haben uns hier nicht berührt. Stimmt, von wann ist denn da... Stimmt, da ist ja der zweite Teil. Von wann ist denn der erste? Den habe ich nie mitbekommen. Weiß ich, ich bin groß geworden, da gab es immer den Euro Truck Simulator 2. ETS 1 2008. ETS 1 2008, okay. ETS 3 ist nicht in Planung. Das ist aber schade, können die nicht mal irgendwie Unreal Engine 5 oder so benutzen? Hat mich hier gerade einer angehubt oder was ist da los? Okay, so, ich jetzt warte von Berlin nach Magdeburg geschafft. Jetzt warte ich hier aber nicht wieder bei den ganzen Zum Glück habe ich keinen Auflieger dran. An Magdeburg habe ich auch größte Erinnerung. So ein, stell dir mal vor, so ein Spiel mit der legit, also so wie mit der Welt von dem hier, dem Flight Simulator. Das ist doch nicht wahr. Wieso haben die denn hier 8 Spuren? Aber die Spur, auf der ich bin, kann ich nicht benutzen. Jetzt muss ich hier rückwärts an der Mautstelle fahren. Oh nein, die Leute, die in die falschen Spuren bei der Mautstelle fahren, immer ganz unangenehm. Jetzt muss ich mich hier ganz hinten anstellen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja. Da links, da sehe ich mich doch. Guck mal, da ist doch noch frei. Kurz hupen zum Überholen. Das ist ja erlaubt. Außerhalb geschlossener Ortschaften. Haha, 28 Euro werden fällig. Siehste? So fährt man hier Mordstab. Alter, die drängen einen hier wieder ins Sandwich. Das gibt's doch nicht. Ja, ich mache ja Platz. Bin ja netter. Wo ist jetzt die Tankstelle? Bitte rechts halten. Wo fährst du denn eigentlich durch die Gegend? Von Berlin nach Magdeburg. Und wo bist du gerade? In Magdeburg. Sehr gut. Ich gebe jetzt gleich den Auftrag ab und dann bin ich ready für was auch immer du für mich bereit hast. Ramm ihn weg. Nein, wir rammen doch hier keine LKWs von der Strecke. Enki. Wir spielen ja ordentlich, ja? Wir sind ja bei Pizmeet. Ja, ja, wir spielen ja ordentlich. Ich habe schon einmal fast einen Unfall mit dem Bus gebaut, bin gegen die Schranke von der Mautstation gefahren und in die falsche rein. Okay, aber wir spielen. Ja, ich bin einmal über Rot gefahren, das war auch nicht so gut. Ich bin mit 2000 Euro gestartet, habe noch 1920. 80 Euro kostet, ne? Ja! Kannst die Geschwindigkeitsbegrenzung ausschalten? Ja, ich weiß. Du kannst ja auch die Beschleunigung und das Bremsverhalten ausstellen. Ich weiß noch, das hatten wir mal so eingestellt, dass wenn du bremst, instant stehst oder wenn du beschleunigst, einfach so eine Raketenbeschleunigung hast. Biege nach rechts ab. Oh, was ist denn das hier Wildes? Wie kompliziert ist das? Geschwindigkeitsbegrenzung. Richtig laden. Ladung. Sollte man die Ladung ordentlich hinpacken?
Was heißt denn Ladung? Also wenn du die Ladung abgibst, kannst du ja quasi überspringen, aber wenn ich sage, wo willst du die Ladung stehen, dann krieg ich 40 Erfahrungspunkte. Ja genau, dann kriegst du halt mehr Erfahrung, das ist schon worth, wenn du weißt, wie man einpackt. Also es gibt ja nur vorwärts einpacken, das würde ich sowieso immer machen, weil das ist easy. Und du kannst auch rückwärts einpacken, das kannst du natürlich auch machen. Ja. Richtig parken bringt mehr XP, so nämlich. Danke Buri. So, da, einpacken? Das ist unmöglich. Endlich, ich sehe eine Tankstelle. Und eine Pennstelle. Ja, ist ja gut. Oh, meine Augen fallen gleich zu. Wobei, ich habe ja keinen Doppelbums. Wie heißt das nochmal? Doppelwumms ist bum bum. Wenn du so mit mehreren, wie heißt denn das nochmal? Mehrere. Nicht nur ein. Ach, wie, scheiße, Gänge? Nicht nur ein Anhänger sozusagen, sondern mehrere hast. So ein Motorwagen. Ey, wie wär's halt, ne, Motor, wie hieß das nochmal, Motorkonvoi, Brücke, ey, Zug heißt das glaube ich nicht. Ja, dass du dann quasi auch so zwei Knickpunkte hast. Ja, ja. Wo du dann Sattelzug? Nee, wo du dann schlechter quasi einparken kannst beim Rückwärtsfahren, weil der eine geht in so, das hatten wir. Ach, das meinst du, da, also als würdest du so einen Hänger fahren. Ja, so ein Hänger vom Hänger. Also wenn du nach rechts längst und rückwärts fährst, dann schiebst du, schiebst den ja immer. Ja, das check ich auch nie. Das. Aber habe ich diesmal nicht. Ich habe ja nur einen. Bitte. Das war super easy rückwärts. So, tanken wir mal für geschmeidige 1,88 Diesel. Mal gucken, wie viele da reinpassen. Wir haben nicht mal ein Level geschafft. Nicht irgendwie so Doppelachse oder so? Ja, guck mal, geschmeidige 7. Das, was ich nicht meine, das ist doch belastend. Doppelachse. Das musst du doch wissen als Ausgebildeter. Ja, ich, also 750 geschmeidige Liter habe ich gerade getankt. Mit 1400 Euro. Jetzt wird mir erstmal eine Firmenzentrale gezeigt. Von Schnelli Minelli GmbH. Ja, sehr gut. Okay, wo ist denn hier so ein Parkplatz? Kann ich, nee, hier darf ich nicht stehen bleiben. Wo ist denn das? Mit da vorne? Ich will nicht von dem Scheiß Park. Ach nee, hier. So. Oh, BVB-Lover. Dankeschön für 5 Abos. Ich hoffe, du hast auch ein schönes Wochenende gehabt. Wie nett von euch. Weil das hatten wir. So, Motor abstellen. Handbremse. Ruhepause. Schemel habe ich auch noch nie gehört, Alter. Du hast dir einen Kaffee geholt. Schemel verbinde ich so mit Kutsche oder so ein Schild. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Auftrag an, weil ich kann mir vorstellen, dass der gar nicht mehr verfügbar ist. Doch, Bohrsäure, da! Als Navi-Ziel einstellen. Auf geht's, wir holen uns jetzt den Auftrag. Und dann spawnt Peter bei uns. Wie lange brauchst du bis dafür zum Auftrag? 39 Kilometer, Ankunft in 30 Minuten in-game. Ja, okay, also relativ zackig. Pour votre sécurité, le konnte ich nicht mehr in der Zwischenzeit, außer kurz auf Toilette gehen. Mach mal. Ja, vor allen Dingen, also ich muss ja sagen, gegen Bayern sind ja alle voll ausgerastet. Ist immer cool, ne, nach 10 Jahren mal wieder dazu gewinnen, aber die drei Punkte waren halt super wichtig, weil Leipzig halt auch nicht gewonnen hat. Und die haben gut gespielt. Also. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten, Ausfahrt rechts nehmen. Nach La Mede. Nimm die Ausfahrt rechts. Mede, okay. Mach ich. Bisschen schnell. Wow, das war Millimeter. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Danke, Narisha. Ja, freie Fahrt. Ich bin fast schon in die Leitplanke reingeeiert. Kann jetzt Bohrsäure holen, das ist ganz schön. Wir, ja, hier ist 50, deine Mutti. Das Schöne ist, wir fahren da mit der Fähre. Weil wir müssen auf ein Inselchen rüber. Nee, also ich hab ein Lenkrad, das steht hier hinter mir, nur ich muss dann die ganzen Knöpfe und alles wieder neu konfigurieren, da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ich finde, mit der Tastatur geht das super. Guck mal, wir sind angekommen in... Wo sind wir, in welchem Kaff? La Mede? Ist doch eigentlich ganz schön hier. Wobei Palmen pflanzen sich die Leute hier mittlerweile auch schon in die Vorgärten. Das finde ich passt nicht mehr so ganz. Steht da Baron Baska.
200 Euro für den Schuh. Oh, die sind doch wahnsinnig. Wer würde denn 200 Euro für den Schuh bezahlen? Ach, guck mal. Da war doch schon wieder mit Lamedes. Der ist kleiner als Weze. Auch wenn ich noch nie in Weze... Nee, das stimmt nicht. Ich war schon mal in Weze. FC, ich bin auch FCB-Fan. Ja, das macht ja, ist ja nichts Schlimmes. Ich sehe das nicht so eng wie manche andere. Immer geradeaus. Ja, weiß ich doch, Mutti. Ich sehe doch mein Ziel. Außerdem immer geradeaus. Aha, wollte gerade sagen, ist ja gelogen. VfB, ey, den gönne ich das sowieso. Ich weiß nicht warum und ich weiß, ihr könnt euch sowieso nicht leiden hier, VfB und Freiburg. Aber irgendwie habe ich da so innerliche Sympathien für die beiden Vereine. Und beim VfB finde ich das natürlich sehr schön, dass die irgendwie gegen den Abstieg gespielt haben und jetzt da oben dabei sind. So. Pems. Auswahlaufträge. Bohrsäure. Kann ich jetzt Auftrag annehmen? Das heißt Schutzplanke, nicht Leitplanke. Ist ja gut. Ich habe keine Ausbildung hier zum Fahrlehrer gemacht. Ne? Danke. Was ist dein Titel heute im Pokal? Kaiserslautern oder Saarbrücken? Saarbrücken. Danke. Cam? Ach ja, stimmt. Die wollte ich ein bisschen runterschieben. Gut, dann jetzt. Muss ich gleich nur nochmal überprüfen. Danke. Weil ich das Navi nicht zustellen will. So, ich hoffe, Peter kommt jetzt wieder. Sollen wir den Auftrag schon mal annehmen? Warte mal, wann Angebot läuft? Ab 18 Stunden. Ja, komm. Also 18 Stunden kann Peter noch auf Klo bleiben. Klausnet, danke für ein Abo. Okay, ich bin wieder da. Da ist er schon. Roger Vargas, auch dir vielen Dank. Genauso wie Paul. Das ist schon angenommen. Ich habe keine Maus eingegeben. Was ist da los? Achso, ich hab Schiff. Jetzt habe ich ihn angenommen. Dein Auflieger steht bereit. Fahre zum Verladebereich. Du musst die folgenden Fähigkeiten erlangen. Fernfahrten 1. Das kannst du jetzt nicht machen. Nope. Oh. Aber woher soll ich denn jetzt wissen, ob Peter die machen kann oder nicht? Das weiß ich nicht. Das ist ja mies gelaufen jetzt. F6 und abbrechen. Ja, ist ja gut. Danke, Mr. Movo. Dafür zahle ich eine Strafe in Höhe von 12.000 Euro. Was? Scheiße. Danke. Muss das in seinen Fähigkeiten vergeben. Ja gut. So viele Fähigkeiten habe ich noch nicht. Da muss Peter entscheiden, wo es lang geht. Peter braucht die gleichen Fähigkeiten wie du. Peter hat doch verfügbare Punkte. Ja, aber nur einen. Dann soll... Dann ich hab nicht mal einen verfügbaren Punkt. Ich schalte Fähigkeiten erst frei, nachdem ich überhaupt ein Level gestiegen bin, was ich bisher noch nicht bin. Oh, guck mal hier, Chat. Ich bin schon von Barcelona quer durch Europa nach Katowice gefahren. Wie nett von euch. Eine Strecke, Alter. Ja, da muss Peter sonst... Guck mal, hier bin ich auch schon gewesen. Porto Vecchio. Da muss Peter einen Auftrag annehmen. Ich kann nicht so große Aufträge annehmen wie du leider, weil ich natürlich noch ganz am Anfang stehe. Ja, aber ich weiß halt nicht, welche Aufträge du fahren kannst, die ich hier annehmen kann, weil da steht, glaube ich, nicht bei, welche Fähigkeiten du brauchst. Wie nett von euch. Also klar, bei Gefahrgut logisch, aber von der Entfernung weiß ich das natürlich nicht. Oh, ich kann aber auch ein paar lustige annehmen. So wie beispielsweise Berlin nach Getzer, Dänemark. Da muss man auch Fähre fahren. Ja, ist doch super. Guck mal hier, von Marseille nach Montpellier, das ist doch nicht weit. Naja. Aber steht da vielleicht bei, was du für Sachen brauchst dafür? Ne, wahrscheinlich nicht, wa? Im Video hat Peter die Punkte nicht vergeben. Fahrgut. Ja, das ist aber ein neues Profil-Chat. Wie nett von euch. Alles unter 250 Kilometer ist, glaube ich, okay. Aber gut. Ich meine, Peter kann ja auch einen Auftrag annehmen, dann nehme ich einfach den gleichen an. Ist ja in Ordnung. Wie nett von euch. Das ist ja völlig in Ordnung. Okay, habe ich. Wie ging das denn nochmal? Du musst im Hauptmenü oben auf Konvoi gehen. Ah, ja, ja, ja. Und dann muss ich auf dich und dann ansehen und den gleichen Job annehmen. Auftrag annehmen. Du bist aktuell zu weit weg von der Firma, wo die Lieferung abholen soll. Willst du in die Nähe schnell reisen? 1800 Euro? Ja, moin. Kostet nur 13.800 Euro, da hinzukommen. Danke. Vor allen Dingen in die Nähe. Was heißt denn in die Nähe? Musst du dann immer noch ein Stück fahren, oder? Weiß ich nicht. Ich lade gerade. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Erster Aufenthalt in Berlin. Wo muss ich denn jetzt hin? Zum Ausrüsten reparieren. Ich will nicht in die Werkstatt. Ja, ich muss jetzt noch ein Stückchen fahren, wenn ich das richtig sehe.
Okay, das wie das. Ich habe noch keinen Auflieger hinten dran. Ich hoffe, dass du den dann hier holst. Biege nach links ab. Okay, eventuell habe ich. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, ja. Vielleicht bin ich vom Hof gefahren und habe wie immer nicht drauf geachtet, ob da irgendwie Verkehr kommt. Aber jetzt fährt er auch einfach voll in mich rein. Kann er auch sein lassen. Ja, ich habe nicht geguckt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ingame hast du auch ein Navi, genau. Der auf dem. Das ist 29 Grad, Junge. Demnächst links abbiegen. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ja, vielleicht brauche ich die bald. Ich kann aber nicht mit der Maus hier in meinem Führerhäuschen Sachen anklicken, oder? Doch, wenn du F5 drückst, glaube ich. Du wirst einfach die Navi-Karte. F1 gibt mir den Mauszeiger, aber dann kann ich hier keine F5 Sachen ist das Navi unten rechts. Ja. Ja, F6 könntest du den Auftrag abbrechen oder den Status angucken. Was suchst du denn? Ich will mit der Maus auf die Buttons klicken, aber das geht nicht, laut Chat. Ah. Ich will so, auf den AUX-Eingang okay. klicken. Ah. Oder Ausgang. Ne, ist ein Eingang, logischerweise. Nee, nee, nee. Schade, keine Pro-Mods. Ja. Pro-Mods. Ich muss dieses Spiel erstmal lernen. Wir haben Berlin verlassen. Da bist Peter. Du doch schon. Biege nach rechts ab. Hallo. Alter, hast du ein Spiel drauf? So. Muss ich jetzt hier, kann ich den schon abholen einfach? Ja, da hinten steht schon mein. Hoffe zumindest. Da steht mein Auflieger. Euro Acres. Was fahren wir denn eigentlich Geiles? Das sieht aus wie Kacke oder so. Oder Dünger. Was? Steht da dabei? F6? Pracht. Tomaten. Wir fahren Tomaten. Ach, Tomaten. Ja, stimmt. Der hat schon mal die richtige Marke. Ja, es ist ein geliehenes Gerät. Vorsichtig. Wenn ich mir einen kaufen kann, kaufe ich nur Mercedes, Leute. Das ist ja wohl klar. I'm ready to go. Also losfahren. Ja, ich hatte Feststellbremse noch gezogen. Ich streame ja nicht, ich habe Trucker FM angemacht und jetzt singt mir so eine Anime-Stimme in mein Ohr, Alter. Trucker FM angemacht? Ja, wie gesagt, die haben auch unter Radio, haben die ganz normale Radiosender. Kannst du auch hier, wie heißt das, Radio Energy oder so ein Quatsch hören oder eins live. Holländische Radio ist auch dabei. Oder Polen okay, oder dann whatever. Würde ich das natürlich anmachen. Welche LKWs magst du so? Ja, den Kramer KL200, den mag ich besonders gerne. Das ist so ein Traktor, Peter. Ja, psch. Also die MANs finde ich natürlich super. Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals in der Spedition für LKWs hatten. Weil die fahren die wahrscheinlich immer noch. Sehr unterschiedliche, glaube ich. Die haben immer so Fuhren geholt. Dann hast du mal 5 LKWs davon geholt und 5 davon. Scania ist auch super, natürlich. Jetzt habe ich das so, dass wenn ich W nicht mehr gedrückt halte, da ein grünes Symbol in meinem Dings kommt. Aber wenn ich R drücke, ändert das gar nichts. Oh, hier ist rot gerade. Schöne Zipper. Biege nach links ab. Oh. Also der Chat ist sich einig. Scania ist Beste. Mhm. Holy shit. Iveco, stimmt, wir hatten Ivecos. Iveco ist Pizzablech. Oh, warte, ich hab vergessen, Gas zu geben. Komm schon! Ich muss dann noch über die Ampel schaffen. Alter! Oh. Nee, da ist einer, ist Gegenverkehr, aber der ist angehalten aus irgendeinem Grund. Ja, der lässt dich vor, der ist nett. Lässt du mich auch vor? Dankeschön. Oh Gott, jetzt fährst du los. Unsicherheit im Straßenverkehr, das gibt nur Unfälle. Kann man in dem Spiel Blackjack spielen? Nein, ich glaube nicht. Das wäre aber noch so ein Ding, da könnten die Macher echt drüber mal nachdenken, so ein DLC dafür rauszubringen, dass du irgendwie an so einem, wie heißt die noch, an einem Autohof stehen bleiben kannst, um dann da dem Glücksspiel zu frönen. Ja, stimmt.
ist dein Chef mit dir nicht froh, gibt er dir den Iveco. Ist das jetzt richtig, dass ich dieses Radio nicht ausmachen kann, solange ich nicht anhalte? Gab's dafür nicht eine Taste? R. Aber wenn ich R drücke, steht da bitte halten Sie an, um auf den Bildschirm zugreifen zu können. Ich muss nicht auf den Bildschirm zugreifen für ein scheiß Radio ausmachen. Na, schade, Peter. Muss vielleicht anhalten. Danke, Marius. Was ist denn? Ich dachte, das wäre ein Simulator. Oh. Kannst die Cam noch ein bisschen runter machen? Ja, dafür muss ich anhalten, Chat. STVO. Kann ich dann... Ja, okay. Aber ich kann ja auch zu schnell fahren, wenn ich will. Ey, mittlerweile die STVO drauf geschissen, Chat, ne? Das hatten wir schon öfter, das Thema, aber alles ist mittlerweile Touchscreen. Und theoretisch kannst du dafür genauso verknackt werden wie für Handy, wenn du davon zu lange abgelenkt wirst. Also, was heißt verknackt? Also, Bußgeld von... Was ist das? 40 Euro? Kein Plan. Fahren gleich... Ah ne, fahren wir nicht. Flöchen, dankeschön. Das heißt, wir fahren gleich? Ne, fahren wir nicht? Ne, wir folgen einfach der Strecke. Das weiß nur der Anzeigenhauptmeister. Wer hat jetzt eine Koop mit Stefan Raab gehabt? Nein. Ja, Raab ist ja auch momentan echt am Hassel, was haben wir mal gesagt? Jabbern. Ja, aber hat die 9 Millionen nicht geknackt, der Lamm. Ist er denn richtig, da die ganze Promonummer, also... Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss man ja leider sagen, ne? Die letzten... Ich habe Kreditkarten zurückbezahlt, ich wollte gerade sagen. Warum muss ich hier 5.000 bezahlen? Die letzten TV-Total-Sendungen waren halt, bis auf die, wo wir da waren, halt leider nicht mehr so geil, weil der eigentlich nur noch irgendwelche Alben oder sonst was vorgestellt hat. Ich dachte, aber so ein Event wäre mal wieder nice. Und jetzt haben die ganze Nummer genutzt, um einen Boxkampf zu promoten. Ich dachte auch, der wäre nicht echt. Ist der echt? Also ich glaube, ich konnte immer noch Karten kaufen, oder? Oder war das auch ein April-Scherz? Ich habe das voll als April-Scherz abgetan. Boxen im September gegen Regina Heimlich, ja genau. Tickets sind real. Oh mein Gott! Ja, und dafür die ganze Aufruhr. Also er macht ewig lange Pause, um dann... Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Irgendwie sind gerade Autos in der Luft gespawnt. Massenkarambolage. Ich habe den Rückspiegel wohl gesehen. Ja, ja. Das ist der dritte Kampf, ja genau. Das drückt mal die 1. Wait, wo war der denn gerade eingestellt? Aber ja, der hat doch am Ende vom Reel hat er doch einen Fettsuit an. Also ich dachte, deswegen wäre das ein Scherz. Bei seinem zweiten Reel sieht man halt, dass er einfach... Also der sieht halt nicht aus, sieht halt so aus, als hätte er einen Fettsuit an. Vielleicht kämpft er ja damit. Also ich meine, wie lange hat er jetzt Pause gemacht? 10 Jahre? Ja. Und das erste, was ihm einfällt, ist, wir machen Boxkampf? Ja, das hatte der auch. Er wird doch auch nicht mehr jünger. Hat er nicht auch schon gegen Regina Heimich schon mal geboxt? Ja, ja, zweimal schon. Ja, okay. Und beim ersten Mal auf jeden Fall hat er richtig auf die Schnauze gekriegt. Oder was beim zweiten? Ich weiß nicht, aber bei irgendeinem Kampf gibt es so richtig schöne Szenen. Zweimal verloren, ja, wer hätte es gedacht? Die bricht ihm wieder die Nase. Ich glaube, das war ein Scherz. Dachte ich auch, aber der Chat hat gesagt, du kannst Tickets kaufen, Junge. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Außerdem hat der Anzeigenhauptmeister auch von Raab produziertes Reel hochgeladen, wo der in den Wald fährt und da quasi Raabs Auto aufschreibt, weil das im Wald falsch geparkt ist. Das ist unfassbar. Der hat jetzt gepostet, dass das Ding, der aufhören will, die einfach Leute aufzuschreiben. Der will jetzt von Gemeinden bezahlt werden. Pro 24 Stunden irgendwie 3.000 Euro oder so. Ist jetzt Zahlen aus der Luft gegriffen. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Geil. Da ist ihm das Influencer-Dasein direkt zu Kopf gestiegen. Ja. Mann. Eine Woche dabei, weißt du. Und schon hat so bestimmt drauf. Instant unter Vertrag genommen. Das oder war ein April-Scherz. Nein. Das war dann der April-Scherz. Das mit dem, dass er sich bezahlen lassen will, okay. Meinst du, der hört auf, Leute aufzuschreiben? So ein Quatsch. Ja, nee, man blickt da ja nicht mehr durch. War jetzt das Video mit Raab im April-Scherz? War das jetzt von dem April-Scherz? Okay, ich hadere gerade mit der Tastatur ein bisschen. Was war denn Nummer F, ne?
Ja, F war Warmblinkanlage, okay. Der will in Wirklichkeit 4000 da genommen. Volteras, vielen Dank. Der Kampf ist in Düsseldorf? Nein. Hier in der, wie heißt das mittlerweile? Ist ja nicht mehr die Lang... Nee, nicht Lang... Nee, früher war das die Philips-Halle. Ja, mittlerweile heißt das doch Mitsubishi Arena. Mitsubishi Elektrik-Halle oder so. Genau. Köln Arena war belegt. Ach, als ob. PSD Bank Dome. Oh mein Gott, was? PSD Bank, Alter. Das ist ja das PSD Photoshop-Datei-Format, Bank Arena. Junge. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder klingt wie eine Droge. Biancas Wunderland, danke für den Resub. Und Ujavskikun hat neu gesubbt mit dem Prime. Vielen Dank dafür. Da war wirklich, also wirklich der Anzeigenhauptmeister hat auch ein Video hochgeladen, das von Rapp produziert wurde, wo er dieses Auto aufschreibt. Und das war dann kein April-Chat oder was? Nee, das, nur das mit wahrscheinlich dem, ich will jetzt Geld bezahlen oder was? Kennst du doch die ProSieben-Nummer, Peter? Die haben sich gedacht, Mensch, da ist gerade richtig weit im Hype, das nehmen wir mit. Ja, das ist ja auch nicht dumm sozusagen. Nö, ist ja auch nicht dumm, also. Der 1. April ist der einzige Tag, an dem die Leute hinterfragen, was im Internet steht. Ja, verrückt. Das ist halt wirklich so. Mittlerweile ist die Welt so fucking abgedreht, dass ich echt nicht mehr durchblicke teilweise. Weißt du was, wir scheißen jetzt mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Ich muss ja mal langsam wieder Peter darauf, dass ProSieben das produziert hat, weil das exakt genauso produziert ist wie die Reels von Stefan Raab. Exakt genauso. Ja, oder die haben das nachgemacht. Das wäre natürlich noch smarter. Kampf soll am 14. September stattfinden. Ja, aber ich, also, das ist nichts für mich. Ich habe mir auch die vorigen Boxkämpfe nie angeguckt. Die fand ich irgendwie nie spannend. Weißt du, das enttäuschendste Event, was wir jemals hatten, war in Hamburg. Als wir, ich glaube, Jay war dabei. Weiß nicht, Peter, warst du auch dabei, als wir zu dem Boxkampf in Hamburg Hardy besucht haben und dann in der Hamburger Innenstadt waren und da Abendessen wollten und danach direkt den Kampf gucken? Nee, da war ich nicht bei. Da haben wir ewig lange Plätze gesucht, weil logischerweise alles voll ist und du nirgendwo Platz bekommst. Da, wo wir dann Platz bekommen haben, haben wir uns dann halt hingesetzt, haben bestellt, haben den Boxkampf dann angefangen zu gucken und der war, glaube ich, irgendwie so nach 30 Sekunden beendet wegen K.O. Warst du dabei, als wir mal live bei der Stalker Crash Challenge waren? Ja, da waren wir auch zusammen. Nicht so geil, leider. Hat doch mehr, doch deutlich mehr Downtime, als im Fernsehen so rüberkommt. Das kenne ich irgendwoher. Ja. Bitte links halten. Bitte links halten, ja. Nee, aber Boxen ist eh nicht so mein Game. Und wie gesagt, ich hätte mich jetzt voll gefreut, wenn er mal noch so ein entweder ein neues Event gemacht hätte. Aber da das wahrscheinlich nur so ein One-Time-Ding ist, irgendein anderes. Also wenn er jetzt gesagt hätte, so, schlag den Star, bam, Raab ist wieder am Stissel. Ey, was meinst du, was ich da vom Rechner, vom Fernseher gehangen hätte? Das wäre krass. Aber Boxkampf interessiert mich halt auch nicht die Bohne. Links halten, hast du gesagt. Ich muss mal hier links rüber. Entschuldigung, Wohnwagen. Moin, Dixler. Roger Rogers hat 100 Bits da gelassen. Oh, das tut mir leid, Roger. Aber danke dir. Die alten Events hat er ja mittlerweile fast alle an RTL verkauft. Ach so. Ja, aber Stark den Star läuft doch noch auf Pro7, oder? Lief ja, die nicht sogar am Wochenende? War da nicht sogar Kaya Jana? Wieder da habe ich auf Twitter was gelesen. Da haben sich ein paar Leute ausgekotzt. Oh, hier muss ich runter. Du musst gleich abfahren, Christian. Ja, das sagt mir doch mein Navi gleich. Ja, ich hätte es aber fast übersehen. Ja, und auf RTL? Nee, Schlag den Star läuft auf RTL? Rechts halten. Gegen Panzer. Kaya Jana gegen Paul Panzer. Hey, sind die nicht irgendwie befreundet oder so sogar? Kein Plan. Also ist ja cool. Biege nach rechts ab. Ich meine, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen über Seehafen. Wir müssen jetzt... Oh Gott. Ja, komm, den überholen wir jetzt hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ja, ich kann gar nicht auf die Geschwindigkeit, sonst... achten, ich muss den überholen und dann rechts rüber. Ausfahrt rechts nehmen. Mal. Chat hat übrigens gesagt, 5 km/h darf man immer fahren. Habe ich auch mehr gesehen, dann habe ich das versucht einzustellen und dabei fast die Ausfahrt verpasst.
Dr. Schröcker, dankeschön. Und Purpli natürlich auch. Boah, das ist ja eine mega kurze Auffahrt hier. Links, mit dem LKW kann man irgendwie nicht so weit nach vorne fahren an die Ampel. Man übersieht dann gar nicht, ob grün ist oder nicht. Ja, das habe ich schon bei meinem kleinen Auto das Problem. Biege nach links. Deswegen, amerikanische Ampeln, also das System ist halt da besser, dass die hinter der Kreuzung sind. Einzige, was die besser können. Da und das rechts abbiegen. Vielleicht auch noch. Und Serien. Alles, was mit Entertainment zu tun hat. Habt ihr die DLCs? Ja. Also außer die kosmetischen Sachen. Ja, die Map-erweiterten DLCs haben wir. Hier ist 30. So, Peter schon gesagt, bei Dragon's Dogma regen sich alle darüber auf, dass du dir die ganzen Sachen da so alle kaufen kannst, dass es einen Ingame-Shop gibt. Ich meine, okay, es ist ein Singleplayer-Spiel, aber bei so Spielen wie Euro Truck Simulator 4 Euro für so ein Umfärben von einem LKW, kein Problem. Ja, sehr positive Bewertung. Krass, oh, da sind wir am Hafen angekommen. Aber, ne, das ist ja nur Optik dann, ne? Das ist schon noch was anderes als bei Dragon. Nee, nicht rückwärts einparken. Wir fahren jetzt. Ach ja, scheiße, das kannst du auf die Fähre auch, oder was? Was? Das muss ich aber nicht haben. Nimm diese Ausfahrt. Gib das Hand frei. Ist das schon freigegeben? Echt mal. Was willst du noch? Wobei ich ja nicht verstanden habe. Die wollen, also zum einen hat der Lauterbach da immer ganz viel geschrieben gegen Schwarzmarkt und so und alles. Ist ja auch alles cool. Ja, das muss ich jetzt machen. Der hat aber nie erwähnt, dass die auch mehr Steuern einnehmen, was mich ein bisschen gewundert hat. Weil ich dachte, das wäre einer der Hauptgründe. Ist ja voll smart, ja, eigentlich, Alter. Eigentlich ist der Staat soll ja auch verdienen, wenn ich mir Alkohol hinter die Birne baller, dann könnt ihr auch verdienen, wenn jemand sich Miet hinter die Birne ballert. Und vor allen Dingen verstehe ich noch nicht, gibt es denn, da es am 1. April ja freigeschaltet wurde, ne? Gibt es denn jetzt auch schon so Shops? Wo komme ich denn jetzt außer bei den Schwarzhändlern, die sich wahrscheinlich ich glaube, du durftest ab jetzt anbauen, theoretisch. Da hat niemand hinterfragt bei den ganzen Cannabis-Partys, wie die denn schon an ihren Shit gekommen sind. Ja. Aber ich glaube, bis die Shops kommen, das dauert noch ein bisschen. Aber das ist gefährliches Halbwissen. Der Chat weiß da bestimmt. Ich habe da auch keine Ahnung von. Die Clubs kommen im Juni. Achso, da ist direkt schon Kreuz im Kalender. Ja, aber du darfst, aber du darfst jetzt schon die Pflanzen anbauen, glaube ich. Achso, ja, weil ich habe mir nämlich gedacht, wenn du jetzt schon konsumieren dürftest, dann haben sich ja, wenn die Schwarzhändler gegen die alle vorgehen wollen, wenn die halbwegs smart sind, haben die natürlich schön ihre Regale vorher aufgemacht und können jetzt bis Juni erstmal verkaufen, was das Zeug hergibt. Ja, das wäre smart, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wie das... Das ist ja unterschiedlich geregelt bei den Ländern. Also in NRW und Berlin ist wahrscheinlich unterschiedlich. Keine Ahnung. Der Söder ist komplett dagegen, die Säuferbirne da. In Berlin ist nichts wie vorher. Ja. Aber bei Söder und Merz... Das ist genau alles wie vorher, meine ich. Er hat sich gar nichts geändert. Kokain kannst du immer noch per Taxi bestellen, wahrscheinlich. Oh oh. Ich habe die Kurve ein bisschen eng genommen. Ich hänge fest. Müssen wir eben zurücksetzen. Ja, bei Söder und Merz, weißt du, da ist sowieso immer alles. Jede Schlag... Das könnte alles immer eine Bildschlagzeile sein, was die so von sich geben. Schrecklich. Moment, ich glaube, ich muss hier nicht rückwärts... Okay. Jetzt, wo muss ich denn hinfahren? Da, folgen Sie den Pfeilen. Ich muss 404 Euro zahlen. Ja, das ist ja im Job mit inbegriffen. Aufbrechend. Tim Clans, wir bleiben unfallfrei. Oh, R. Daytona, danke für den Resub. Bus zurück. Das ist ja wie Teleportation. Wait, bist du schon da? Die Fähre hat. Die wartet doch noch auf mich. Ne, die wartet überhaupt nicht. Doch. Ich hab da den Multiplayer noch nie gemacht. In echt haben wir das schon gemacht. Ja, aber nicht mit dem LKW zum Glück. Ey, das war mit dem Auto schon wild. Gespannt, ob es Peter ohne Unfall schafft. Was soll das heißen? Hopp. So. Warte ich erstmal auf Christian. Und Fahrziele. Jawohl. Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Nach Getzer oder Trelleburg? Nach Getzer, hoffe ich zumindest. Ich bin nach Getzer gefahren. Oh oh. Okay, cool. Warte mal. Weltkarte. Warte mal, wenn ich hier... Doch, Getzer ist richtig, Getzer ist richtig. Ja, okay. Das Problem ist nur, wenn ich Getzer auswähle, passiert nichts. Du musst unten auf Aufbrechen klicken, ne? Oh mein Gott, in meinem Kopf steht da Abbrechen.
rechnen. In deinem Kopf steht das da vielleicht, aber da echt. Ich habe nur brechen gelesen und dachte mir so, wie soll ich das denn abbrechen? Quatsch. Wieso habe ich eigentlich kein Licht? Doch. Guck mal hier, Baby. Zwinker dir zu. Okay, und direkt hinter der Fähre ist auch direkt Abgabe. Hier warten auch schon die Autos, dass die alle direkt auf die Fähre drauf können. Schiff halt erstmal brechen gehen. Na, das habe ich zum Glück nicht. Seekrank werde ich nicht. Abbrechen auf meinen LKW mehr versenkt. Nee, lass mal. Der war teuer. Da habe ich mir damals mal einen Chat ausgesucht. Ach, das ist quasi auch dein Steam-Profil, wo du schon gestreamt hast, sozusagen. Ja, ja, ja. Aus dem 120-Stunden-Stream. Biege nach links ab. Ja, ich biege links ab. Aber ich sehe Peter schon rangieren. Es ist vorbei. Ja, das ist. Es ist vorbei, okay. Wow. So, Chat. Also, auf Nummer sicher gehen ist immer drin. Wo willst du die Ladung stehen haben? Probieren wir jetzt auch mal aus. Ich kann das halt auch nicht. Danke. Das sind auch. Ja, okay, ich kann's nicht. Scheiße, ich hab's aber verkackt. Scheiße, so gesehen hast du leider. Aber ist das hier sogar noch einfach, glaube ich, weil du hier halt wirklich. Okay, Chat, ich habe es schon verkackt. Wir fahren noch ein Stück vorwärts. Letztes Mal. Nichts passiert, nichts passiert. Letztes Mal hat sich der Chat schon echauffiert, dass ich die externe Kamera benutze. Ey, ja, na klar! Na nee, brauchst du ja nicht. Oh oh. Oh, Chat, wir fangen an zu schwimmen. Das ist nicht gut. Ah, drin. Okay, muss aber auch nicht ganz perfekt dran stehen. Zum nee, Glück. Zum Glück nicht. Nein, wieso fahre ich denn jetzt wieder vorwärts? Mit Lenkrad bestimmt angenehmer. Ja, das kann sein. Da bin ich mir nicht sicher. Mit Außenspiegel easy. Ja. Ich kann leveln. Fernfahrten 1. Ja, machen wir Fernfahrten. Entschuldigung. Dann können wir ein bisschen längere Strecken anwenden. Fahren. Jetzt habe ich auch die Bank freigeschaltet. Jetzt könnte ich mir theoretisch meinen eigenen LKW leisten. Dann was bringt mir das denn? Dann kannst du rumfahren. Und du hast nicht mehr, also die Aufträge. Oh nein, andere Richtung. Einlenken. Hallo? Schon wieder Mützen. Oh! Chion, dankeschön. WoW Season Discovery Phase 3 startet Donnerstag. Ich freue mich auf jeden Fall, klar. Oh oh. Wieso fahre ich automatisch vorwärts? Ich hab. Eigener LKW ist schon wichtig, aber so richtig habe ich das noch nicht verstanden, warum das wichtig ist. Ah, guck mal hier. Zack. Du kannst dann rumfahren und musst diese Standardaufträge nicht annehmen. Bringt mehr Geld, ja, okay. Einparken, schwach gestartet, Start nachgelassen. Hallo. Absolute Freiheit. Absolute Freiheit. Fast Level 8. Fortfahrend. Oh, die Scania-LKW sind selbst gebraucht, aber auch echt ganz schön teuer. Bringt deutlich mehr Geld und mehr Auftragsauswahl, ja. Ja, Scania okay. Ist natürlich eine Premium-Marke. Guckst du denn gebraucht oder neu? Gebraucht, glaube ich. Aber es gibt nur einen gebrauchten Mercedes. Es gibt nur einen gebrauchten Scania für 72.000. Und der wird mir nicht angezeigt. Wir haben unterschiedliche. Oh, das ist ja frech. Was habe ich denn eigentlich für ein Auto? Worauf muss ich denn achten? Oh, das fragst du am besten in den Chat. Kein Benz, bitte. Warum nicht? Ich habe ein MAN-TGX mit 360 PS. Oh, der Mercedes hat schon mal 421 PS. Ja, guck mal, kannst du mehr ziehen. AMG. Auf Brumm muss man. Volvo ist gut. Volvo. Naja, die kann ich mir nicht leisten, die sind zu teuer. Leistung und Zugkraft. Also PS und wie Zugkraft. Wie sehe ich denn Zugkraft? Ich stehe nicht dabei. Nee. Ja, Drehmoment. Ist Drehmoment MAN. Zugkraft? MAN machst du nie was falsch, da sehe ich auch so. Deswegen habe ich mir auch ein MAN geholt. Dank.
Ja, je mehr Drehmoment, desto besser, ne? Ich muss mir jetzt 100.000 Euro von der Bank leihen. Dankeschön, Straden, für 63 Monate. Mandulius auch für 39. 18% Zinsen? Was hast du denn gedacht? Wie wird dir nicht geschenkt? Was ist das denn? Komm, let's go. Volvo Beste fahre ich auch in echt. Dein Auto oder dein LKW? Weil die Volvo Autos finde ich auch eigentlich immer schon ganz nice. Muss ich sagen. Mich schreckt bei Volvo nur ein bisschen ab, dass die ab 180 mittlerweile alle standardmäßig abgeriegelt sind. Gibt welche, die haben Lenkung rechts. Ist ja komplett lost. Hast du jetzt ein LKW gekobt? Ja, warte, ich muss noch ganz kurz. Ohne Scheiß, der Mercedes ist auch der mit Abstand am meisten PS. Ich kauf mir jetzt den Mercedes, könnt mir alle mal. Power! Wähle deinen Garagenplatz auf. Scheiße, ich hab nur die Garage in Berlin. Ach ja, Chat. Danke. Lass mich kurz gucken. Ja, also ich habe mein Hauptquartier in Wien, wenn ich das richtig weiß. Noch richtig weiß. Ich glaube, wir müssen so weit runter dann aber. Lass mich mal eben rausfahren, dann können wir das mal eben sehen. Ja, so sieht er dann aus. Da habt ihr noch ein bisschen Spiegel, das reicht ja auch. Da fehlt nicht viel. Da fehlt vielleicht so ein Stück. So, Chat, ich habe Mercedes New Actros 421 PS mit einem 5-Sterne-Zustand noch. Das war nämlich auch wichtig. Das war Chat. Und. Mach das doch wie im Video einfach. Danke. So, fertig ist die Kiste. Okay, mehr Infos kriege ich hier irgendwie gerade nicht von meinem Auto. Toll. Was hat da der Fahrtenschreiber? Hervorragend, Peter. Zum Zocken, vielen Dank. Sky Chaos, danke für den Resub. Spreewaldgurke auch wieder da, hallo. Alter. Duplo, dankeschön. Und Reteek auch. Reulers, alles Gute nachträglich, Peter. Liebe Grüße aus Adlershof. Und dankeschön, Chris, liebe Grüße zurück. Spaß. Adlershof, Berliner Teil. Ah. So, Christian, wir machen jetzt hier, wie heißt dieses mit den Karten, wo man immer die Werte vergleicht? Top Trumps. Top Trumps, okay, pass auf. Oh Gott. Fahrwerk. Ich weiß nicht, was das bedeutet. 4x2. Wo sehe ich das denn? Warte mal, wo ist denn überhaupt mein Auto? Du gehst auf LKW-Manager. Ja, und dann klicke ich mein LKW an. Und dann oben links über das Bild hovern. Quartett, genau. Okay. Hau mal raus. Fahrwerk 4x2. Ja, habe ich auch. Okay. Lenkung links. Ja, habe ich auch. Motorleistung 421 PS. Nee, da habe ich leider nur 265 kW, also 360 PS. 360 PS. Das ist so viel wie mein Auto, glaube ich. Drehmoment, 2100 Newtonmeter. Da habe ich dann nur 1700 Newtonmeter. Was ist denn dahinter? 1101 Minute? 1000 Umdrehungen pro Minute. Ach so. Bei 1700, also ja. Tank? Okay. Wie viel Liter? 1140. Was? Boah, Peter hat sich einfach direkt so einen Gönjamina gemacht. Ich habe 850 Liter Tank. Der hat 80.000 gekostet. Aber der war halt gebraucht, ne? Ja, genau. Ich habe mir einen neuen damals geholt. Da gab es ja noch nicht. Ja, das sind 1700 hier nur Nanometer, Newtonmeter bei 1000 Umdrehungen pro Minute. Mein Kennzeichen ist BIK7993. Kann ich das ändern? Also ich habe ein Wiener Kennzeichen. Hättest du das nicht machen müssen beim Kaufen? Ja, nee, ich habe nur meine Garage in Berlin. Anders ging nicht. Drehmoment bei welcher Drehzahl ist bei Verbrennern wichtige Info, da das Drehmoment nicht bei jeder Drehzahl gleich ist. Ja, das macht irgendwie Sinn. Weil manche Autos haben ja erst ganz, ganz spät Leistung. Okay, ich habe jetzt Fernfahrer 1 gelevelt. So. Und ich kann jetzt theoretisch auch Sachen machen, die du auswählst, oder? So nämlich, Chat. Dafür habe ich das gute Tippmatic 12-Gang-Getriebe. Aber ich muss dann von Berlin deswegen anfangen. Deswegen habe ich mich dafür. Nee, wir sind doch jetzt hier in Dänemark. Ja, aber wenn ich quasi nicht schnelle Aufträge machen möchte, sondern Aufträge. Auftragsangebot. Ja, genau, Aufträge. Dann sind wir doch hier in Getzer. Was passiert, wenn du auf Getzer klickst? Da habe ich da welche, aber mein LKW ist ja in Berlin. Ist das egal? Der LKW ist in Berlin. Wo sitzt du? Kannst du gerade, wenn du nicht in den Aufträgen bist, unten links auf so ein Fahren drücken? Ja, aber dann bin ich in Berlin. Ich bin gerade in Berlin. Oh. Na, dann musst du in Berlin wohl einen Auftrag annehmen. Dann muss ich wieder Geld bezahlen, um da hinzukommen.
Aber ich kann auch welche von Getze aus annehmen. Dann muss ich mich einfach zu dir teleportieren. Ja, aber ich weiß ja wieder nicht, welche du annehmen kannst, ne? Ja, deswegen kann ich ja von Getze einfach einen nehmen. Ja, mach mal. Wieso sind aber die alle so kurz? Wir können hier noch... Alter, ich kann bis nach Schweden hochfahren. Trelleborg. Erfurt. Ja, man geht nach so und so viel Euro pro Kilometer am besten, wa? Genau, am besten machst du Preis pro Streckeneinheit. Dann, kriegst du so das Beste raus. Alter, 30... der beste Preis pro Streckeneinheit ist bei mir auch noch der Blumenkohl, den wir nach Keppelskär im Norden von Schweden für 30.000 Tacken fahren müssten. Kann ich überhaupt Schnellreise machen? Also einfach die Hälfte von meinem gesamten Guthaben da hoch. Schweden ist schön. Bisher fahrt ihr... Danke, Salzmeister. Endlich mal jemand. Bisher fahrt ihr sehr von... Funktioniert nicht. Also entweder ich muss jetzt zu Getzer kommen oder ich kann den Auftrag nur von hier annehmen. Chris muss den Auftrag annehmen. Okay, da sag mal, welchen du in Getzer siehst. Aufträge. Also bist du denn bei Fernfahrer? Wie viel Level hast du da schon reingesteckt? 3. Oh scheiße. Ja, das ist belastend. Ich kann dir mal sagen, geil, sehe ich hier die Kilometeranzahl immer, was wohl das höchste ist, was ich kriege. Bis 850 Kilometer kann ich fahren. Den obersten müsste er fahren können, als ob. Der kann doch niemals. Ich glaube, ich kann maximal 250 Kilometer fahren bei den Aufträgen, die ich hier bekomme. Ja, eben, guck mal, der kann doch niemals den Auftrag hier in der Kappelskär nehmen. Also ich sehe keinen Auftrag über 250 Kilometer. Wo siehst du denn eigentlich die Strecke? Indem ich draufklicke, dann steht oben die Streckenlänge. Ah ja, 828. Was ist denn mit den IBC-Container 17 Tonnen von Getzern nach Trelleborg? Getzern, ach hier, warte mal, ich sehe Schnellreise. Kann ich hier jetzt Getzer angeben? Ich kann nach Getzer gehen. Dann kann ich doch einfach selber den Auftrag aufnehmen. Dann sind wir auf Nummer sicher. Türrichter, du kannst nicht jeden Auftrag einfach annehmen, den der Host angenommen hat. Du brauchst die gleichen Fähigkeiten. Genau. Deswegen. So, jetzt bin ich auch in Getzer. So, Christian, jetzt suche ich uns hier einen Auftrag, den wir mit unseren eigenen Zugmaschinen annehmen können. Hm. Eigentlich musst du doch hier stehen, oder? Wo ist denn deine Kiste? Hier, der gibt 17,48 €. Oh, warte mal, bevor wir das machen... sollte ich mal eben kurz da vorne hinfahren und schlafen, glaube ich. Ah, wollte ich das auch? Oh, mein Fahrer wird müde. Meiner sieht. Woran erkennst du das? An dem Bett auf dem Navi. Okay, das ist bei mir noch nicht so besonders voll. Das ist bei mir fast voll. Wieso ist Peter nicht so müde? Wir sind die gleiche Strecke gefahren. Weil ich nicht in meinem LKW gefahren bin? Also nicht. Bist wacher. Theoretisch kann man das ausstellen mit dem Schlafen. Wo geht denn das? Kann ich bei Gameplay. Müdigkeitssimulation kann man theoretisch ausmachen. Schon eher so eine der nervigeren Sachen. Also sowas wie Bußgelder würde ich jetzt nicht ausstellen, aber Müdigkeit ist schon irgendwie nervig. Ich habe da mal den Haken rausgemacht. Ja, ist weg dann. Okay. Ja, ist weg. Nice. Dann kannst du annehmen. Aufträge. Etza. Also, bei denen an. Als Navi-Ziel festlegen. Come on, Ampel. Meine Hula-Hoop-Tante tanzt nicht mehr. Solange du rot bist. Warte mal, ich muss erst zu dem Auftrag fahren, sozusagen. Ich kann den nicht einfach so annehmen. Wo ist denn der? Dann komme ich mit. Wie erkläre ich das am besten? Ich fahre dir einfach hinterher. Siehst du mich? Ja. Okay, super. Oh, so sieht mein Auto, mein eigener LKW sieht so von innen aus. It's beautiful. Du fährst in die falsche Richtung. Achso, ja, ich wollte erstmal zu dir fahren. Aha, da ist er ja. Guck mal, wie schön er ist! Actros. Warte, kann ich in dein Cockpit reingucken? Ja, kann ich tatsächlich so ein bisschen. Ja, stimmt, aber man sieht nicht, in welche Richtung man guckt. Nee. Ich dreh mal eben. Jo. Warte kurz auf dich dann. Das Wohnmobil habe ich ganz eindeutig gesehen.
Freunde, ich habe die Warmlinkanlage an. Könnte ich mich mal eben drehen? Ich habe hier einen CD-Spieler, sehe ich. Ach, das ist doch wohl Mist. 24 okay, Volt fahren. Steckdose. Kann ich zoomen? Ne, zoomen kann ich nicht. Du bist schon da? Ja. Oh, scheiße. Du bist aber gar nicht in Berlin mit deiner Offiziell schon. Was passiert denn da? 100 Stufe 1 Abos fahren, bist du wahnsinnig? Oh mein Gott! Dankeschön! Danke fahren! 1282, danke fahren 1282. Fahren klingt so holländisch, sehr sympathisch. Okay, ich habe aus Versehen einen Unfall gebaut, aber das ist nicht so schlimm. Boah, das kann ich mir nicht leisten, einen Unfall. Hast du eigentlich deinen Dingen schon zurückgezahlt, deinen Kredit? Nee, ich glaube nicht. Dankeschön fahren, ich habe ja eben noch 5000 dafür abgedrückt. Kübenhaven. Wir müssen hier links. Geil. Ich glaube, wir müssen dahin, wo ich rausgefahren bin. Kann sein, aber erstmal müssen wir hier die anderen LKWs vorlassen. Also fahren, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön fahren. Battledoors natürlich auch. Ja, natürlich müssen wir die vorfahren lassen, Peter. Oh Gott. Ja, aber der ist die Person hier vor mir. Ich sag ja, die Unsicherheit im Straßenverkehr macht nur Unfälle. Ja, die ist nicht weitergefahren einfach. Ja, eben. Warum fährt die nicht? Man ist ohne Auflieger. Holy fuck, Alter. Ja. Also vielen, vielen Dank, Fahren. Dafür sind die Fs im Chat. Wieso muss ich denn jetzt hier wieder noch den Auftrag auswählen? Ja, weil du ihn da annehmen musst. Auftrag deswegen annehmen, sind wir ja hingefahren. Ja, ist aber okay. Ja, ist okay. Ja. Mein Auflieger steht bereit. Jetzt muss ich den auch noch selber. Ja, okay, kein Problem. Jetzt kannst du den aber auch annehmen, hoffentlich. Ansehen und den gleichen Job annehmen. Da fahren wir denn schönes Büropapier nach Stettin. Ja, muss halt auch, ne? Polen brauchen Büropapier, also ab dafür. 19 Euro pro Kilometer, das ist aber wenig. Danke, okay. Faulenzer. Das ist wenig, das war eines der besten Sachen, die mir angezeigt wurden. Ja. Sattelkupplung abgeschlossen. Was ist denn mit meinem Licht eigentlich? Achso, da. Können wir uns hier eigentlich treffen? Ich hoffe nicht. Nee, nee, wir sind hier unsichtbar. Alter, Außengame müsste schon ganz gut sein. Ne? Was passiert? Ja, also ich dachte, der Auflieger gehört noch zu dir. Eventuell bin ich da reingefahren. Ups. Ja gut, also die Auflieger, die hier stehen, da kann man nicht durchfahren. Ach, jetzt bin ich ja gerade hier, jetzt kann ich mal kurz nochmal das Radio. Ja, jetzt kannst du nochmal einstellen, Peter. Danach ist aber auch Feierabend. Ist überhaupt deutsches Radio? Klar. Los. DE1 live, Junge! Ja, klar. DE? Oh, da werde ich jetzt direkt fertig. Also, das meiste sind richtige Radiosender einfach. Das ist ja total witzig. Kann ich mir auch. Ja, so, das stimmt. Hast du ja gesagt, kann ich mir theoretisch raus und das Schlagerparadies! Das ja. Hat Andi immer gehört, als er das gezockt hat. Lutrai Pi, dankeschön. Und Lilly, vielen Dank für die Resubs. Imeray, moin, wollte auch mal wieder mit ETS 2 anfangen, habe aber das Kabel bei einem Kumpel liegen lassen, der ist im Urlaub. Was? Was ist das Kabel? Ist das irgendwie so ein Insider, den ich nicht checke? Vielleicht von seinem Fernglas, Alter. Von seinem hier Lenkrad oder sowas? Oder Controller oder so. Keine Ahnung. Also ich steuere das eigentlich super gerne mit der Tastatur, muss ich sagen. Mhm. Warte mal, wo muss ich hier hin? Das sieht so aus, als würde ich hier gesteuert werden. Aber hier ist X, das kann ja nicht sein. Ich fahre einfach außen rum. Quatsch, hier mitten durch. Hier ist so ein grüner Pfeil, maximal 4 Meter, okay. Da sehe ich mich. Oh oh. Ja, wir überholen Peter einfach mit hier. Lenkrad ist es unschlagbar nice. Wirklich? Ich weiß ich gar nicht, ey. Siehst du einfach mit 50. Boah, da ist ein krasser Hubbel. Also Lenkrad oder Maus und Tastatur mit hier, wie heißt das? Gamepad kann ich mir das nicht geben. Nee, Gamepad finde ich auch richtig scheiße. Für 19 Euro pro Kilometer würde sich der kleine Spediteur die Finger lecken für die Tour. Ja, das stimmt, Truck Driver.
Aber die Schwedentour war einfach, glaube ich, bei 36 Euro pro Kilometer. Holy fuck, Alter. Da waren einfach 30.000 Euro die Tour. Oh mein Gott, welche Schwedentour? Ja, die kannst du nicht fahren, weil da waren 820 Kilometer. Oh Mann! Da wären wir auch ordentlich unterwegs gewesen. Aber ist ja nicht schlimm. Kann ich Hallo Wien! Oh, da habe ich meine... Was kannst du? Ja, da habe ich meine Firmenzentrale. Stimmt. Ja, der Wien ist ja auch ein Wiener, ne? Shelby Cobra, auch ein geiles Auto. Danke BVB-Lover nochmal. BVB-Lover ist nicht nur BVB-Lover, das scheint auch Beatsbeat-Lover zu sein, so wie wir hier die Tabs von dem geschenkt bekommen. Kurz vom Gas gegangen, ich darf hier nicht den Alonso machen. Dafür ist hier zu eng. Wir alle mit dem Lenkrad an jetzt. Es fängt halt an zu regnen, ey. Okay, guckst du der erste FC Saarbrücken heute? Finden. Ach stimmt, habe ich bei Schmiedi in der Insta-Story gesehen. Route finden. Die neue Route finden. Biege nach links. Na doch. Und lass mich mal hier raus aus dem Hafengebiet. Sicherheitsüberprüfung. Aber Saarbrücken spielt nicht schon wieder gegen Bayern, oder? Die haben die ja schon weggerotzt, wenn ich das richtig. Die spielen gegen Kaiserslautern. Also Saarbrücken hat einige Bundesligisten rausgeworfen. Moment, ist Kaiserslautern gerade gut? Gerade, also weiß ich nicht, aber die waren mal Meister mit Otto Rehagel. 98 oder so. So alt, hat er nicht mal Dschungelcamp gewonnen? Das weiß ich, dann müsste JD mal antworten. Keine Ahnung. Mit Griechenland ist der Europameister geworden damals. Das war der hässlichste Fußball, den ich je gesehen habe. Aber weil die haben sich halt alle mit, die haben immer mit 5 oder 6 Verteidigern gespielt, haben dann eine Chance gehabt, haben die reingemacht, dann haben die sich mit 10 Mann hinten reingestellt. 16. zweite Liga, oh mein Gott. Moment, wie kann ich hier Wischen anmachen? Die war noch gelb. Wie rote Ampel, die war gelb! Safe Call. Wenn Christian in so einem Konvoi vorfährt, ne, dann fährt er auch immer einfach über die roten Ampeln drüber. Ich wollte bremsen, aber so schnell bremst die Karre nicht. Nee, außer nix. Hat Berlin rausgeworfen. Ach, das ist der scheiß mal. Wischer! Wo sind die? P. P? Ja, P wie Pimmel. Ach, das wird verschluckt. Sorry, danke. Kirschkorn. Das hab ich ja noch nie gehört. Geil. Was? Kirschgrüne Ampel für dich. Hast du noch nie Kirschgrün gehört? Oh mein Gott. Ich dachte, du kommst vom Nieder rein. Aber warte mal hier auf Peter. Nicht in Bezug auf Ampel. Ach krass. Chris denkt, das ist wieder auf 15 Euro pro Kilometer. Hey, hey, hey. Guck mal hier im Hintergrund. Das sieht voll schön aus. Rechtsrum ist das Roro-Terminal statt der Roro-Terminal. Ja, Roro ist Roll on, Roll off. Gar kein Problem. Peter, da passt noch eine Karte zwischen uns. Oh, was, das hat sich ist grün. Aus der Ego-Perspektive hat sich insane weit knapp angefühlt. Weil du ja normalerweise gewohnt bist, bei deinem Auto vorne eine richtige Motorhaube dran zu haben. Aber hier geht's ja einfach nur runter. Abendrot, gut, Wetter. Fahren wir noch nach Stettin fahren wir, ne? Ja. Wird langsam dunkel, ich mach mal Fernlicht an, da sieht man besser. Ja, mach ich auch, gute Idee. Boah, was? Okay, ich mach wieder aus. Hey, das sehe ich. Oh, zum Glück wird die Ampel gerade grün. Weil ich glaube, da wäre ich schon wieder kirschgrün drüber geschlittert. Aber wieso sehe ich das denn so krass in meinem Cockpit, wenn du Fernlicht anmachst? Ei, über deine Seitenspiegel vielleicht? Ja, kommt dann alles da drin. Licht wird übertragen von solchen Dingern. Ja, ich weiß, also Lichthupe weiß ich, kann es mit J machen. Aber ich finde halt, so mit Fernlicht sieht man halt zumindest ein bisschen mehr. Kannst auch Lichthupe machen, indem du einfach K ganz häufig drückst. Nein, ich habe nicht meinen Auflieger verloren, den sieht man im Seitenspiegel. Nein, hier müssen wir gar nicht. Können wir einfach auf der rechten Spur bleiben? Ja. Ja, das ist doch praktisch. Jetzt muss ich wieder Vollgas geben, dass ich... Aber fahren wir da nicht Richtung Rostock? Ist das nicht eine Abfahrt? Jetzt müssen wir rüberfahren. Wie schnell versuchst du so zu fahren? So schnell wie geht, Peter. Ich komme gerade nicht auf über 77. Ja, meine 420 PS, die bringen dir die Leistung. Dankeschön, Übs.
Guten Abend, Lady Malfoy. Der Convoy-Modus ist noch nicht so ganz ausgereift. Ja, wann ist denn der dazugekommen eigentlich? Weil diese NPCs, die spawnen manchmal auch ein bisschen weird, ehrlicherweise. Wie könnt ihr online spielen mit NPCs und ohne andere Spieler? Mit dem... Genau dieser mit dem Convoy-Modus. Wer ist es? Geht relativ easy. Wie viel PS hat deiner? 360. Leider. Ja, als Christian seinen gekauft hat, gab es noch keine guten Gebrauchtwagenangebote. Jetzt müssen wir hier rüber? Ich glaube fast nicht. Wir müssen nicht nach Rostock ab. Wir müssen weiter die 10 fahren. Ja, das ist richtig. Ja, der Kollege vor uns hat sich auch nochmal umentschieden. Aber wir fahren nicht über Berlin, das ist doch um. Wir fahren doch irgendwann ab, dann auf eine andere wahrscheinlich. Aber warum will ich denn nach Berlin? Rechts halten. Ja, dann gar nicht. Ausfahrt rechts nehmen. Also nicht in dem Fall. Irgendwann muss ich wieder nach Hause. Rechts halten, Ausfahrt rechts nehmen. Wir müssen wohl hier rüber. Hä? Als ob. Die Ausfahrt rechts. Oh, ist das knapp. Ich dachte, das wäre eine Ausfahrt und nicht ein Kreuz oder so. Ja, gar kein Problem. Der Kollege vor uns hat noch genug Platz gehabt. Ist auch eine Ausfahrt. Nee, warte mal. Kommen wir jetzt auf eine andere Autobahn? Oh, bremsen! Wollen wir so einen anderen LKW herfahren? Nee, fahren jetzt auf die B110. Okay, wir fahren ein bisschen Landstraße. Ach du heilige Scheiße. Maracas, dankeschön. Städtchen auf der Landstraße oder was? Alter, ist das aufregend, hinter einem herzufahren. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Bremsen ist manchmal eher schwierig. Was macht denn der Kollege vor uns da, Alter? Nett. Der hat ja nicht mal einen Auflieger dabei. Was will der hier auf der Straße? Der hat doch einen Auflieger hinten dran, der hat nur keine Ladung drauf. Ach so. Ups. Ja, du hast natürlich absolut recht. Ja gut, ich sehe das ein bisschen besser, wenn ich direkt hinter dem bin. So. 26 km/h fahre ich gerade. Wie lange haben wir denn noch? 177 Kilometer. Ach, die Ampel da vorne wird jetzt rot. Was ist denn da für eine Schaltung? Verarscht mich. Ja genau, Peter, das B steht für Landstraße. Bundesstraße, Landstraße, alles dasselbe. Autobahn ist das einzig wahre. Wait, was ist denn hier nicht? Oh, die Ampel ist ausgefallen. Links gucken, rechts gucken. Oh, müssen wir vorsichtig. Ist da rechts vor links dann? Ja, ne? Ich weiß nicht, was da für Schilder standen. Ja, kommt drauf an, welche Schilder da stehen. Aber oder ist das dann First Come, First Serve, so wie in Amerika? Nee, sowas kennen wir hier gar nicht. So. Aber meistens steht dann da, dass du Vorfahrt hast. Ach, das ist dann, wenn da gar keine Beschilderung ist und die ausfällt. Ah, nee, das ist eigentlich ja, wenn die Ampel ausfällt, ne? Und da gar keine Beschilderung ist, dann hast du rechts vor links. Ja, genau. Hätte ich jetzt gesagt. Wir hatten Vorfahrt auch. Guck mal. Also ich, wir haben immer Vorfahrt. Wir haben LKW. Ja, und Peter hat sogar noch Benz und ein LKW. Ja, das kommt auch noch. Na, hier schön jetzt der Bombard bei 62, 61 km/h. Das ist wohl dieses Schild mit der gelben Mitte. Ja, aber das habe ich schon nicht mehr im Kopf gehabt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Hast du auch nicht gesehen. Ja, ich achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist ja okay. Ich wollte gerade sagen, ja. Du ziehst mir ja weg hier. Wie sieht das hier aus mit Tanken? Nee, alles super. Ja, alles super. Tank ist voll. Alle 1100 Liter. Ja, wobei, das kann ich ja nicht mehr. Kevin! Oh mein Gott, du hast einen ganzen Aufsatz geschrieben. Was die Polizei stoppt einen LKW-Fahrer. Was ist denn mit ihrem Rücklicht dann? Der Fahrer steigt aus, geht um sein Auto, wird kreidebleich und sinkt fassungslos auf die Knie. Kein Grund zur Panik, beruhigt ihn der Polizist. Ich möchte doch nur wissen, was mit ihren Rücklichtern los ist. Was scheren mich die Rücklichter, brüllt der Fahrer. Wo zum Teufel ist mein Anhänger? Oh mein Gott. Nur, hast du vorher nicht Tempomat angemacht? Was? Nee. Du bist so langsam. Ja, ich gebe gerade Vollgas. Ich werde immer langsamer. 34, 33. Oh, jetzt kriege ich auch ein Problem. Schalt mal runter hier, Automatik. Oh, da ist auch noch eine Baustelle, aber zum Glück haben wir... Ich bin froh, dass wir... Guck mal, hier wird sogar um... Was haben wir? Freitag 0 Uhr. Und hier wird gearbeitet. Na, eigentlich gucken die nur blöd. Macht mal was! Also wenigstens einer arbeitet und der Rest steht rum. Hat der Bus mich gerade angelegt? Street Girl hat gerade 5 Stufe 1. Dankeschön, Street Girl. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder den Finger vom Gas genommen. Okay, warte mal, ist das auch ein F? Großer Vorstellung bestimmt, ne? Aber dafür ist mein Daumen zu kurz. Century Ross. Oh.
Was war das denn gerade? Hat er geblitzt? Ich hab nicht dunkel gemacht. Oh mein Gott, ich dachte, jetzt ist Gewitter, weil es geblitzt hat. Könnte mir mal ein Leistungsupgrade leisten. Ja, aber ich bezahle noch meinen Kredit ab. Ich besitze ja auch zwei LKWs. Meine Mitarbeiterin hat ja auch einen. Du hast ja sogar zwei LKWs. Du bist ja insane im Business, Alter. Ja, voll. Man muss ja auch dazu sagen, für die Leute, die uns noch nicht so lange gucken, Christian ist natürlich hier auch eigentlich voll in seinem Beruf. Also nicht ganz. Er hat natürlich jetzt nicht Fernwagenfahrer gelernt. Aber Speditionskaufmann war das offiziell, oder? Ja, genau. Kaufmann für Spedition Logistik. LKW-Fahrer ja, genau. Wäre Frachtführer. Frachtführer, so heißt das. Genau. Wie nett von euch. Chris, du kannst bei dem NRI auch LED-Scheinwerfer verbauen. Hm. Ah, hört auf zu rechnen? Jawohl, endlich. Ja. Wie nett von euch. Das ist in der Tat. Ah ja, dann kann ich den Scheiß ja auch mal wieder ausmachen. Wieso hat der hier keinen automatischen Regensensor? Weil sie, ja. Da kaufst du dir ein Gefährt für 90.000 Euro und hast das nicht. Snoopy, dankeschön, für 5 Abos. Krieg den Scheinwerfer, ich krieg den. Ich bin auch die ganze Zeit auf P am Drücken, der wird schneller, wird langsamer, ja. Der geht nie aus. Jetzt ist der aus. Ja, Mann, das ist jetzt auch aus. Das ist kein Tesla, Peter. Hallo, mein Mercedes ist auch 100 Jahre alt und der hat trotzdem einen Regensensor. Doch, gibt's, musst du einstellen, als ob. Nee, ich guck da nicht hin zum Vollmond, ihr wisst doch, dann werde ich zu so einem Riesenaffen. Da hinten. Du bist kein Werwolf, sondern Weraff. Ja, so wie Son Goku. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Als ob es einen Regensensor in den Einstellungen gibt. Das gibt ja gar keinen Sinn. Entweder der Wagen hat den oder nicht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mein Golf ist 34, der hat das nicht. 34? Dann ist das ein Golf 2? 34 ist schon, ich wollte gerade sagen alt, aber ist natürlich noch knackjung. Für ein Auto? Nee. Ja, für ein Auto ist es vielleicht alt. Also allgemein ist das jetzt ein alter Kamera. Kommt darauf an, wie oft das schon geritten worden ist, das Auto. Danke. Kann auch einstellen, dass die Dame im Navi weniger quatscht. Meine quatscht gar nicht. Ja, ich hatte das mal eingestellt. Du kannst da auch, wie gesagt, du kannst da Sprachen einstellen. Männlich oder weiblich. Ich hatte mal Polnisch drin und war ganz lustig für 10 Minuten. Oh, ich will Holländisch. Ich weiß nicht, ob das eine Sprachausgabe gibt. Ja, wahrscheinlich auch nur für 5 Minuten witzig. Für WW heutzutage. Jetzt wirklich nach Stadtin auf diese scheiß Bundesstraße oder was? Klar, als 85 Kilometer noch. Wenn du gibst. Im Februar wurde ein LKW aus Essen mit 119 km/h geblitzt. Geil. Ja, die haben doch auch so ein. Haben die nicht auch so ein, diese Elektroroller, diese, die du dir so mieten kannst, irgendwie mit 110 oder so, haben die da nicht auch einen gehabt? Ach du Scheiße, das geht? Eigentlich dürfen die das nicht schaffen. Nee. Eigentlich fahren die ja so 30. Mein Golf 2 ist von 88. Ja, guck mal, ein Golf 2, hab ich mir gedacht. Not bad, Alter. Schön. Victor Macuata. Dankeschön. Und Vlades TV, so, wird wieder. Wir werden hier in Kurven überholt, das ist nicht einsehbar. Smokebox, vielen Dank. Ja, aber ich fahre so schnell, wie ich fahren darf. Ich fahre sogar schneller. Ja, nee, aber die PKWs, die sind irre. Oh mein Gott, der überholt mich auch noch? Bist du wahnsinnig? Ja, so nämlich. Sag dir mal deine Meinung da. Könnte meinen, ich wäre ein niederländischer Polizeigrenzbeamter. Boah, ey, Chat, demnächst kommt so ein geiles React einfach nur, das war insane awesome. Dann haben wir aufgenommen, da war Verfolgungsjagd auf Holländisch. Das war geil. Gib mal Gas, dann werden die nicht überholt. Ja, aber mehr als 60 darf ich theoretisch nicht fahren, ich fahre schon 63. Wir arbeiten hier mit unserem Geld sozusagen. Das ist nicht wie bei YouTube, wo wir einfach Quatsch machen. Hier geht es um was. Tatsächlich fahre ich im richtigen Verkehr auch nicht viel schneller. Ja, da geht es ja auch um unser Geld. Mr. Arizona schenkt der Community und natürlich auch uns 5 Subs. Dankeschön. Dankeschön. Also 5 Abos. Und ich fahre ein bisschen über die Linie. Das ist nicht gut. 61 kannst du max, glaube ich, wegen Toleranz. Ich dachte 5 km/h drüber darf man. Ja, also ich habe bei dem Blitzer im Düsseldorfer Tunnel habe ich getestet. Mit 64 bei 60 blitzte dich nicht. 65 habe ich mich nicht getraut. Ne, ich meinte jetzt ingame. Achso. Ich auch. Ja,
Kurz Sven bei uns auf dem TS, oder? Ist er direkt wieder verschwunden? Hoppla. Kann man die Navi-Tante nicht ausstellen? Ja, kann ich gleich machen. Wir müssen rechts abbiegen. Himmelblau und 96, danke für 5 Stufe 1. Dankeschön. Oh Gott, 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 Gott. Oh, da bin ich ein bisschen zu krass in die Eisen gegangen. Bin einfach stehen geblieben. Dankeschön. Chris, was fährst du mittlerweile für eine Karre? Ja, immer noch den MAN, was weiß ich, wie der heißt, TGX. Vielleicht meinten die auch im Real Life. Achso, da fahre ich immer noch den 3er GT, da bin ich sehr zufrieden mit. Ja, ich sehe auch keinen Grund, meinen mal abzugraden. Weißt du, ja, die YouTuber hier mit 6 Monaten immer neue Karre, nix da. 10 ja, Jahre die hat meiner jetzt sind, auch kriegst du ja dann neue, ne? Ja, genau. Ja, genau, 2026 wird der Wagen auch dann 10 Jahre alt. Also ich habe den jetzt auch schon seit 2017. Ja, mein das Baujahr 14 und ich habe den seit 15. Das Einzige, wo ich drüber nachgedacht hätte, wäre, wenn ich eine Wallbox hätte mit einer Photovoltaik und so dran, dann würde es sich vielleicht lohnen, das Auto zu verkaufen und sich ein E-Auto zu holen. Und... Kein Problem. Da habe ich gesehen, hat BMW den i5 als Tourer rausgebracht. Das finde ich ja eigentlich ganz schnieke, weil alle anderen... Was hat der dann für eine Reichweite? Weißt du das? 500 irgendwas Kilometer oder so? Ist das überhaupt noch so ein Thema? Am Anfang hat man immer nach den Reichweiten gefragt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so ein Thema ist. Ich habe schon lange mich nicht mehr mit Autos beschäftigt, bin ich ehrlich. Nee, ich auch nicht. Weil viele von den E-Autos sind leider entweder kleine Autos, die ich halt dann nicht brauche, oder SUVs. Und I don't like SUVs. Nee, auch nicht. Vielleicht hole ich mir irgendwann so einen Kastenwagen oder so, wenn das Kind da ist. Oder ist so ein Kastenwagen, so ein Van. Ein Mini-Transporter oder ein Van, genau. Den hatte mein Vater hatte früher einen, der hatte so einen Ford Galaxy. Das war, als ich dann da angefangen habe, Autos zu fahren und damit rumgefahren, war mega praktisch, weil. Das ist halt insane praktisch. Wenn wir zum Konzert gefahren sind oder so, dann bin ich immer gefahren, weil Truppentransporter, weil wir konnten ja mit 7 Leuten da rein. Ja, das ist schon cool. Und dann als Zweitwagen vielleicht ein Porsche. Ja, wobei da die gleiche Preiskategorie wäre in Aston Martin. Warte mal, wieso bremst du denn jetzt hier links so LKW? Was ist das denn? Ist 50! Nee, ist 80. Ne, was? Nee, ist 80. Du bist gerade an einem 50-Schild vorbeigefahren. Jetzt ist 50. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Unimog geht auch. Jo, Unimog wäre natürlich krass. Weil wir Unimog, ja genau. Übertrieben, glaube ich. Ich fahre über den Stau einfach drüber. Ja, guck mal, wir sind doch schon in Stettin. Ferrari als Ripper. Ja, Ferrari hat nicht mehr so schöne Autos. Also, Lamborghini finde ich sowieso zu krass. Wobei Ferrari, denn irgendeinen neuen gab es jetzt. Den fand ich richtig hot. Weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Da bin ich ein bisschen raus aus dem Game. Da bin ich auch raus. Weißt du, aber Top Gear kommt halt auch nicht mehr, weißt du? Da gibt nichts mehr zu gucken mit neuen, mit echten Reviews. Wer macht lustige und unterhaltsame, aber immer noch irgendwie coole? Alter, überholst du mich hier gerade im Kreisverkehr? Was stimmt denn mit dir nicht? Schönstes Auto der letzten Jahre in dem Bereich ist der Aston Martin DB12. Da geht nichts drüber. So ein schönes Auto, ist unfassbar. Ferrari 296 GTB ist der neue, ja, kann sein. Ah, hier sind auch die Ampeln aus. Die sparen auch hier Strom. Da, hier steht Vorfahrt achten. Deswegen müssen wir uns langsam in die Kreuzung tasten. Ich blink doch, lasst mich doch mal rein. Oh. Na, danke, Bus. Da kommt ein Auto. Wieso sind denn hier eigentlich alle Ampeln aus? Seht ihr, wie ich mich 1A an die Verkehrsregeln gehalten habe? Okay, vielleicht habe ich Fernlicht an, aber egal. Leopard 2 Panzer. Ja, aber der ist ein bisschen alt. Und gebraucht ist das, glaube ich, auch nicht so gut. Caterham Project V. Oh, Project V weiß ich nicht, aber Caterham hat auf jeden Fall, glaube ich, witziger. Oh. Ich verstehe das mit Aston Martin. Der ist schon wirklich sehr, sehr schön. Aber ich kann Aston Martin nicht unterstützen, weißt du? Die haben so einen dreckigen Formel-1-Fahrer wie Alonso, der Russell einfach zum Crash bringt. Warte mal, Peter, ich glaube, ich muss hier links reinfallen. Ich würde das auch sagen. Ja, aber, Peter, die haben Mercedes-Motoren, nutzen die ja. Nutzen die? Aston Martin nutzt Mercedes-Motoren. Achso. Scheiße, ich wusste nicht, dass das heißt, du fährst rückwärts. Die ja, Unfall verursacht! Mann! Was? Achso, ja, aber da steht doch ein Auto hinter mir. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Sie sind am Ziel angekommen. 911 war immer noch die schönste. Ja, die aktuellen 911 finde ich auch sehr geil. Deswegen sage ich aber, der 911 ist die gleiche Preiskategorie wie hier so ein
Aston Martin DB12 hast. Und dann würde ich den Aston bevorzugen. Wo muss ich denn hinfahren? Kann ich denn da? Jetzt bei dir da drauf? Ja, ich müsste schon auf dem Unsichtbarkeitsgelände sein. Ja, du bist du. Ich mache jetzt die einfache Variante, komm, was soll der Geiz. Warum? Ich Erfahrungspunkte, Alter. Ja, ich muss ja aufholen. Ja, eben, du musst ja aufholen, nicht ich. Please, cheap, ihr Beste. Ach ja. Ich habe mit Chief. Wait, ich habe gerade ein Achievement bekommen. In ETS. Das muss ich mal nachgucken, welches das ist. Wie kann ich jetzt ein Achievement gekriegt haben? Ey, wie viele Stunden hast du ETS 2 gespielt? Gerade mal 35. Ja, guck mal. Ich glaube, manche sind, haben da ein paar Stündchen mehr, minimal. Ja. Karrierist habe ich bekommen. Erledige 5 Aufträge hintereinander, fristgerecht, ohne Frachtbeschädigung sowie ohne Nutzung des automatischen Parkens. Das war insane. Ein Zug. Insane. Wie nett von euch. Hab über 900 Stunden. Ja, moin. Oh, ich bin Level 2. Ja, geil. Fernfahrten. Wie nett von euch. Fernfahrten. Zack. Kann jetzt Lieferung okay. Bis zu 550 Kilometer offiziell. Ja, geil. Dann sucht er mal was Schönes aus. Okay, Scan 720 hat 5000 Stunden. Ich muss kurz Wäsche aus Waschmaschine in Trockner packen, machen weil wir. Honey ist eingeschlafen. Also wenn ich zusammenrechne, wie viel ich in WoW habe, komme ich wahrscheinlich nicht mal da drauf. Wobei, warte mal, wie viel Stunden hat eigentlich so ein Jahr? 365 Tage mal 24, 8000, okay, in WoW habe ich mehr. Aber ist schon krass. Navi auf Holländisch später. Ah, ich kann das Navi ausmachen. Wo wäre das denn? Bestimmt doch Audio. Irgendwo muss man ja die Sprache. Da, Deutsch, Helga! Hat mir natürlich. Zack. Jetzt kriegen wir auch keine Warnung mehr, ne? Jetzt sagt die mir auch nicht wieder, okay, vielleicht ist das ganz witzig. Ich könnte mal eben hier im Ort gucken. Nelje, dankeschön für den Resub. Und Lastkraftwagen dir natürlich auch. Danke, Mrs. Sir Henry, danke für einfach einen Resub. Fluffy 12, Tani wurde begiftet von Lady Malfoy, vielen Dank. Danke. Hattest du nicht alleine einen Charakter mit 3000? Ja, das kann sein. Nissan GT ist auch ganz schön. Ja, das stimmt. Ich habe auch letztens nochmal hier Skyline GTR. Der Mango steht ja auch so da drauf. Die finde ich auch ganz schön, diese Kaugummi-Autos. Oder Matchbox-Autos. Okay, was gibt denn in Stettin? Ich glaube, ich muss mal eben hier zur Werkstatt und die Karre reparieren lassen. Er zieht ja Leistung. Nein, wir spielen mit Tastatur, Harry Fairy. Ich habe nur 300 Stunden in ETS. Ach so. Und mach mal auch. Achso, das ist schon offen. Da können wir noch was entdecken. Das ist so ein Mercedes-Händler hier. Fahren wir noch kurz mal hin. Frage, vielen Dank. Genau, die Fragezeichen machen wir jetzt eben, während Peter Wäsche aufhängen ist. Mercedes-Benz-Händler entdeckt. Darfst du schon dein Team für Donnerstag sagen? Boah, das müsste ich Sepp nochmal fragen. Die haben da heute noch einiges umgeworfen. Guckt euch das an hier, den Mercedes E. Nee, nicht E. Was war das? Oder doch, das ist doch eine E-Klasse, eine alte, ne? Mit diesem Heckspoiler auch noch. Geil. So, sorry, Trockner läuft. So. Oh, das ging schnell. Auftragsangebot. E190, ja, genau. Aufträge. Kann ich eigentlich schon vorher Geld zurückzahlen? Weil ich habe jetzt 26.000. Ich habe Vorfahrt. Was soll denn das? Fährst du hin? Ich fahre kurz die Fragezeichen hier ab, um neue Händler zu entdecken und ich fahre mal kurz zur Werkstatt. Okay. Ergibt das Sinn? Mein LKW ist nicht mehr der Fresheste. Ich kann nicht zurückzahlen. Eine Arbeitsagentur entdeckt. Nice. Ach, damit kann ich jetzt Leute aus Stettin einstellen. Sehr gut. So, da ist die Werkstatt. Blinker setzen.
Sollte ich das auch machen, die Fragezeichen abfahren? Also zumindest wenn du so, also ich könnte mir jetzt keinen neuen Mercedes kaufen, wenn ich keinen Mercedes-Händler kenne. Danke. Ja, und das verstehe ich, das willst du natürlich tun. So, was haben wir denn? 2% Motorschaden. Alles reparieren kostet mich... Was? 4.000. Am teuersten ist der Schaden am... Was ist das? Getriebe? Oder Chassis? Nee, das hier ist Getriebe, ne? Da müsste das Chassis sein. Ups. Ach, komm. Zustand, 5 Sterne. Was ist dein Fahrwerk für Saarbrücken, Bayern? Saarbrücken, Bayern? Du meinst Kaiserslautern? Saarbrücken, Kaiserslautern. Die spielen, glaube ich, in Kaiserslautern, oder? Ach so. Warte nicht. Dann würde ich sagen 1, 2. Autotune, ja, das ist eine gute Idee. Das geht, aber, geht das in der Werkstatt? Die spielen in Saarbrücken. Ah, die spielen in Saarbrücken, ja, dann 2-1. 2, ja, doch. 2-0. 2-0. 2-0. Let's go. LKW-Konfigurator. Mach das mal zu. Irgendwie nimmt gerade bei mir so ein bisschen die Performance ab. Ist das ein bekannter Bug? Sollte man dann neu starten? Ich krieg den Chat gerade nicht weg. Was soll denn das? So. Warte mal, hier. Fahrtenhaus. Nee, hier. Fahrwerk. Aber jetzt geht's wieder. Oh, jetzt. Verfügbar ab Level 10. Ja, moin. Also Fahrwerk upgraden ist nicht. Motor. Motor upgraden. Oh. Was heißt der Stern hier, Chat? Ist er empfohlen? Danke. Einziboy, dankeschön. Ich habe übrigens die erste Halbzeit von Dortmund gegen Bayern habe ich natürlich am Samstag hier auf Twitch geguckt, ne? Ist ja klar. Wird das auf Twitch übertragen? Danke. Ja, bis in der Halbzeit der Kanal offline genommen wurde. Wie gesagt, ey, wenn du Spanisch oder Russisch kannst, du kannst unter Just Chatting, es gibt alles an Serien, Filmen, ist unfassbar. Oh mein Gott, wir haben hier Kollidierung, oh mein Gott. Stern heißt neu. Ach so, das ist ein neuer Motor, der reingekommen ist. Was halten wir denn von dem D2676LF80316€6D? Wieso kollidieren wir denn bei der Werkstatt? Das ist nicht gut. Wie viel hier Kram hat der denn? Kaufen, gönnen. Okay, Chat. Wie viel Geld haben wir? 66.000. Aber zwar immer noch weniger PS als Peter, aber wir kommen zumindest mal ran. Bestellen. Nee, in den bestellen. Mehr Power, jawohl. So, dann können wir aber noch was tunen. Hey, Chat, ich sehe das. So. Die wollen, dass du jetzt mich toppst. Ja, nee. Ja, Getriebe können wir noch nicht. Müssen wir auch Level 10 sein. Wir könnten ein bisschen Optik machen an unserem Interieur. Standard Grey finde ich aber eigentlich ganz in Ordnung. Was ist denn UK? Okay. Dafür gebe ich keine 12.000 aus, Freunde. Farbe bin ich sehr mit zufrieden. Mystic Queen. Ich liebe diese Farbe. Danke. Vielleicht noch ein bisschen dunkler. Und die Sachen, die hier dran sind. Oh mein Gott, warte mal. Was ist das denn? Ja, will ich haben. Okay, will ich auch haben, denn dann können wir hier. Oh. Ja, ja, ja. 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 Nee. Ja. Alles klar. Das will ich haben, Freunde. Geil. Wenn die Hupe jetzt immer noch so jämmerlich klingt, kannst du mir nicht erzählen. So, pass auf. Guck dir das an. Hardwork TV hat uns auch 25 Abos dagelassen. Vielen Dank, Hardwork TV. Dankeschön. So. Wieso soll ich hier ein N drücken? N? Peter, ich habe eine neue Hupe. Das ist meine alte. Ich bin gerade zum ersten Mal in diesem komischen Konfigurator. Und ah, Peter ist jetzt auch direkt natürlich am Aufrüsten. Ja, ich rüste nicht auf. Ich wollte mir das wenigstens mal angeguckt haben. So, Freunde, pass auf. Erst machen wir jetzt mal Licht an.
Und jetzt seid Fernlicht gleich. Das wird euch, blind wird euch das jetzt machen. Vorsichtig. Alter, die Farbe wechseln kostet viel zu viel Geld. Sind sich verarschen. Das ist nicht das Fernlicht? Ja. Licht einstellen. Ah. Wie nett von euch. Erst F4. Okay, okay. Einstellung Beleuchtung. Standlicht, Abblendlicht, Rundumleuchte. Front- und Dachmontierung. Ja! In der Rundbeleuchtung Armaturenbrett. Ich will blind werden beim Fahren. Eine Sache habe ich mir auch gekauft. Boah, jetzt habe ich. Das ist so unangenehm, dieses Fernlicht. Was denn? Ein kleines Schild. Oh, jetzt habe ich Pit geholt. Was hast du dir geholt? Oh, Licht. Ui. Die Licht und? Oh, du kriegst ein Schiff, Alter. Ja. Da fahre ich ja auch. So. Achso, dann sollte ich vielleicht mal einen Auftrag gucken, ne? Und ich hab vor allen Dingen die orangenen Warnleuchten oben. Da stehe ich immer drauf. Ich habe ganze 4 Aufträge von Stettin aus. Ach, ihr mit euren LED-Scheinwerfern? Ja, komm. Willst du nicht mal gucken, ob du geilere hast? Bis 550 Kilometer kann ich. Ja, ich guck sofort. Wenn ich mit dem Chat einkaufen gebe, ich direkt wieder arm danach. Oh, weil die kosten 700. Ja. Ah, 100 Euro Erstattung. Komm, für 672 ist ja gar nichts. Ab LED, Freunde. Wenn du so einen Fahrer hast oder eine Fahrerin, der ist dann einfach durchgehend, ballert der dann Strecken oder was? Ich hoffe, warte mal. Fahrermanager. Was machst du denn hier, Katie? Katie macht pro Tag 1800 Euro. Fahrtenbuch. Was hast du denn so gemacht? Geil. Von 5 Kirchen nach Wien einfach eine Leerfahrt gemacht, was uns minus 576 gebracht hat. Motoröl von Wiener Salzburg gefahren für 1286. Jawohl. Ja, Katie spielt halt immer was rein. Und die ist, die ist halt erst gerade dabei. Die sammelt neue Erfahrungen. Die wird noch besser. Du hast nur eine Seite LED gemacht. Ach komm, das ist jetzt wirklich... Du kannst nur eine Seite kaufen? Das wäre jetzt nicht euer Ernst. Warum sollte ich denn eine Seite LED machen, die andere nicht? Quatsch, das sieht doch gleich aus. Guck mal. Das ist beides. Ich verkaufe ihn eine LED. Ja, ich kann euch aber berichten, dass wenn ihr, sag ich mal, eine normale Lichtanlage habt und die wollt ihr umstellen auf irgendwie Xenon oder so, dann kannst du das nicht. Weil ich habe eine normale und wollte das mal umrüsten, hat der Mann gesagt, geht nicht. Das ist so teuer, da kannst du dir fast ein neues Auto kaufen. Okay, Aufträge wollte Peter. 580 kannst du fahren. 550 kann ich, ich guck nochmal nach. Ach, wir gucken einfach bei Preis pro Streckeneinheit. Fähigkeiten. 550. Ah. Okay, das ist Gefahrgut, das ist auch Gefahrgut, das ist 800 Kilometer. Das ist wieder der Blumenkohl von Getzer nach Keppelske, Alter, für 31.000. 37 Euro pro Stunde. Ja, moin. Ich habe einen ganz Benzin. Coolen Auftrag von Berlin aus, der gibt uns zumindest 12.500 von Berlin nach München. Aber habe ich was von. Vielleicht habe ich was von hier nach Berlin und dann könnte man. Ja, habe ich natürlich nicht. Also ich weiß, was ihr meint, Chat. Na, Duisburg. Das sind immer 670 Kilometer, die kann Peter nicht fahren. 800 Kilometer kann Peter nicht fahren. 452. Danke. Könnte ich fahren. Da fahren wir nach Schweden wieder. Bin ich schon wieder nach Schweden? Ich will nach unten. Wir waren noch nicht in Schweden. Weil da fahren wir wieder über Dänemark. So. Eiskaffee in Dosen. Er ist zu weit. Prag. 473 Kilometer. Ist auch okay. Fahr nach Prag. Da sehe ich uns. Gut. Sojamilch. Das können wir machen, oder? Auf geht's. Erst Auftrag abholen. Also hier einmal rausfahren, dann links. Okay. Wir sind nicht durchsichtig. Nee, hab ich doch gesagt. Ich dachte, du meinst einen Auflieger. Ja gut, ich habe die Karre ja gerade erst repariert, ne? So, bitte. Gesagt?
Links, bitte. Ja. Bin da vielleicht gegengefahren. Aber alles ist gut. Da links und dann da vorne wieder links. Ja. Dieses Blinken ist mega nervig. Peter, die Ampel ist rot. Achso. Ja, ich wollte nur bis nach vorne fahren, weißt du? Damit die Leute. Ah, sehr gut. Die LED-Scheinwerfer von MAN liebe ich so sehr, weil das Logo drin ist. Echt jetzt? Okay. Wo denn? Oh oh. Ja, ich muss sagen, die, sag ich mal, 2015er Xenon geradeaus. Geschichten von BMW haben mir immer sehr gut gefallen und die sind jetzt dazu übergegangen, da andere Sachen zu machen. Das ist immer so. Okay. Das muss da hinten. Wir müssen nach Transinet. Ah ja, also das ist da hinten links, müsste das sein. Jo, sehe ich auf der Map. Wie oft habt ihr euch heute schon überschlagen? Zero. Zero, null. Wir sind gute LKW-Fahrer, wenn wir nicht von den anderen runtergezogen werden. Christian, Kennzeichen gefällt mir. Ja klar, Wien. Da sind wir auch gestartet. Da habe ich meine Firmenzentrale. Matrix-LEDs, das Geilste, was man haben kann. Ja, okay, da kenne ich mich. Wie gesagt, ne, das ist wie mit Grafikkarten. Mit Autos beschäftige ich mich, wenn ich ein neues brauche. Ja, ist halt echt so. Oder wenn halt eine geile Sendung irgendwie gibt, aber die gibt ja aktuell nicht. So, was habe ich gesagt, fahren wir? Sojamilch, ne? Danke. Jo, nach Prag. Auftrag annehmen. Ein Auflieger steht bereit. Okay, Peter. Okay, jetzt mit. Ansehen und gleich einen Job annehmen. Geil, ab in die Tschechische Republik. Prag waren wir auch schon mal, ne? Da haben wir das Dingens gesehen, das Konzert. Ja. Da weiß ich noch, wie der Taxifahrer da durchgeeiert ist mit 90 km/h durch die Stadt. Wie uns auch doch dadurch Durchsagen überall gesagt haben, man soll nicht von Leuten angesprochen werden und deren Taxis annehmen. Und da dachte ich so, was ist das denn hier für ein Land? Und mittlerweile wird das in Berlin genauso durchgesagt. Ja gut, ne? Wer hätte es erwartet? Okay, ready to rumble. Let's ride. Oh, das ist auch Mitte April, ne? Der Draft. Aber ich glaube, den gucke ich. Ich weiß nicht. Der fängt halt um 2 Uhr nachts an. Da weiß ich nicht, ob ich mir den angucke. Patriots am dritten Pick. Freue ich mich drauf. Du hast rot gekriegt? Ja, dann warte ich hier kurz. Mit welcher Mod könnt ihr den gleichen Auftrag fahren? Torben mit dem hier, ne? Konvoi. Es ist einfach eingebaut, Konvoi. Es ist keine Mod. Es ist Konvoi-Modus genau. Von ETS 2. Der Konvoi-Modus. Einfach eingebaut ins Hauptgame. Komme! Ja, die sind schon sexy. Ich glaube, es ist auf Sonntag erstmal WrestleMania, ne? Da denkt sich Jay auch. Er ist ja nur in Philly. Schönen Wide Receiver für die Pats und Bailey Zappi behalten. Ja, wäre okay. Bill ist ja jetzt mit seinem nicht mehr da, mit seinen komischen Plänen, die man nicht versteht. Kann man erklären, wie man das online mit anderen Spielen genau funzen, eventuell dann die Tage mit mir. Okay, Dorka, also die haben wir ja gerade gesagt, die Konvoi-Nummer, die ist im Spiel drin. Da musst du dann, glaube ich, einmal zu connecten. Da musst du dann, glaube ich, irgendwie eine E-Mail eintragen und. Ich glaube, das ist anmelden? Für World of Trucks ist das gar nicht notwendig, die Konvoi-Nummer. Du kannst einfach dein Spiel starten, unten auf Konvoi drücken und Spiel erstellen drücken. Ah, okay. Ich glaube, World of Trucks ist da vollkommen irrelevant, was das angeht. Kann sein. Also kann man nun ohne Trucker-MP zusammenfahren, wie es aussieht? Ja. Das sind dann allerdings nicht. Also bei Trucker-MP war noch immer dieses. Was ist denn hier los? Da steht einfach ein Pylon mit einem Eimer daneben. Oh, was ist das denn? Ja, wirklich.
Truckers MP hast du ja diese Server auch gehabt, wo da sind ja 40 Leute teilweise gewesen, oder? Also das hast du hier nicht, ich glaube maximal 8. Ja genau, auf 8 Spieler begrenzt. Dirky, chill mal, danke für 32. Trillions Towel hat noch Resub, lieben Gruß zurück. Aeroxid, danke für 5 Monate. Welche Spur willst du benutzen, Alter? Ich benutze die Subspur. Oh, hier, Dreiländereck. Polen, Deutschland, Prag. Ja, Moment. Das ist nur Polen und Deutschland. Wir fahren jetzt nach Deutschland. Polen? Ja. Wir fahren nach Deutschland. Wir kommen zurück zu Hause. Ah, LKW-Maut. Maut auf Autobahn. Zwischendurch die Kamera wechseln, kriegt man schon Schiss, Alter. Schwanebeck. Da wohnt da bestimmt einer von euch. Krass, da wohne ich. Ich finde auch noch schöner, wenn Peter vorfährt. Ja, dann musst du mal jetzt hier mal ein bisschen speeden. Polen, Deutschland, Prag. Ja, kennst du nicht die Grenze zwischen... Aber das muss doch. Also Polen, Deutschland und Prag haben ja irgendwo einen Punkt. Ja, ich glaube, du meinst Tschechien. Meine ich ja. Ich glaube, darüber wird sich lustig gemacht. Schon nicht über das Dreiländereck. Ja, was hat denn Tschechien sonst noch außer Prag? Aber mal for real, mir fällt keine andere Stadt ein. Ich habe auch gar keine Ahnung. Brno? Ja, oh ja, Brno. Natürlich Pilsen, ja, okay. Ach, stimmt, Pilsen. Stimmt, das ist immer die zweite Brno? Stadt, die einem einfällt. Ja, Pilsen, habt ihr recht. Pilsen, ja. Hab ich auch vergessen. Karlsbad, jo, stimmt. Oh, Budweis ist auch da, das hatte ich aber auch wieder vergessen. Echt? Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich mal gesehen, als ich bei Google Maps drüber gescrollt bin, gedacht, ach, guck mal, da ist Budweis und instant wieder vergessen. Ostrava kennen. Jetzt werden nur noch Städte genannt, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Plepp. Ey, das war doch ein Fußballspieler. Nur Plepp. Nein, so hieß der doch, oder? Chlepp. Jetzt werden die sich hier aber Sachen ausgedacht. Ja, das sieht man ja aber auch. Chlepp ohne L. Alexander Chlepp. Ja, siehst du? Lodge. Windchef Lodge ist aus der Tschechischen Republik. Das klingt eher nach Polen. Heute fahren wir. Gibt's da nicht einen Song? Heute fahren wir nach Lodge oder so? Helmut, heute geht's nach Lodge. Der wie ging da? Helmut, wir fahren in den Puff. Ich hab grad getrunken. Lodge ist in Polen. Leo, wir fahren nach Lodge, ja! Das kenn ich nicht. Chris gibt mittlerweile H4 und H7 LED mit Straßenzulassung von den bekannten Herstellern, weil es vorhin Thema war. Ich habe absolut keine Ahnung, was du mit H4 und H7 sagen möchtest. Aber wir müssen auf die linke Spur. Aber ist okay. Ja. Aber ich kann mein Auto dahingehend trotzdem nicht umbauen. Das wäre viel zu teuer. Und unnötig. Ist ja auch okay. Oh, ich verliere Speed. H4, H7, die jeweilige Lampenfassung. Ach so. Ablendlichtbirnen. Okay. Siehst du mal, wieder was gelernt. Lampen kosten 100 Euro. Nachrüstlampen kosten 100 Euro. Hä? Voll günstig. Welches ist denn da besser? H4 oder H7? Das ist 80, die. Der meint damit die LED-Birnen, die man anstelle der H4 beziehen. Achso, ja. Achso. Ja, macht Sinn. Okay, okay. H7 ist besser. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Muss ich nachgucken. Steht da bestimmt im Fahrzeugschein. Ich sag mal, Werkstatt, Zeit zum Lampentauschen. Ja, da kommen wir gut voran. Wir machen Strecke, wie man so schön sagt, unter LKW. Ja, ist auch kein Stau, alles super. Ja, ist da wirklich gar nichts los? Ist das nur im Singleplayer auch so? Ich glaube, je nachdem, was man einstellt. Aber ich meine, wir sind auch auf der... Auf welcher Autobahn sind wir denn? A10. A10... da fährt doch nichts. Oh, wobei... Richtung Berlin? Könnte ich mir schon vorstellen, was unterwegs ist. Kannst du über die Konsole erhöhen? Okay.
Er wird H7 haben, H4 ist nun schon ein bisschen alt. Er kann sein, dass ich H7 habe. Er weiß es nicht. Aber der ist falsch. So. Ist falsch gefahren. Ja. Ja, ist ja gut. Passt schon 83. Ja. Ja, stimmt, ich fahre 83. Bremst mal ein bisschen. Wir müssen ja auch hier Abstand einhalten. 3er GT hat H7. Ja, siehst du mal. Dann muss ich da mal fragen, ob die nicht mal bestellen wollen. Ich muss nämlich noch meine Winterreifen wechseln lassen. Stimmt, dafür wollte ich einen Termin machen. Ja, das wäre smart. Nur noch N für Hupen, ja, stimmt. Hab ich vergessen. Samstag, in Berlin wird Samstag 25, 26 Grad. Krass. Ja, Kachelmann hat schon getwittert. Das ist absolut kein gutes Zeichen. Hab ich mir ja auch gut gedacht. Was ist da vorne los? Stau, Christian! Oh nee. Hier Warnblinklicht. Wie geht das nochmal? F. Der Wagen vor mir hat kein Warnblinklicht gemacht. Ja, guck mal, alle Zeit der Welt. Wieso ist da vorne Stau? Weiß ich nicht ganz. Wieso ist jetzt kein Stau mehr? Weiß ich auch nicht. Können wir mit Abstandstempomat fahren? Ja, wir können natürlich auch Alter, F4 drücken. Ja, den Computer fahren lassen oder so. Warte mal. Ich fahre in echt fahre ich super gerne mit Begrenzer, sodass du halt zumindest noch Gas geben musst. Alles andere finde ich einfach zu langweilig und vor autonomem Fahren, ja, das finde ich ganz geil, aber darfst du ja eh nicht, wenn du nicht so vorm Lenkrad sitzt. Und dann fände ich das zu langweilig, glaube ich. Dann würde ich eher einschlafen. Rechts, Panne. Eine gewisse App, die ich benutze, würde sagen, Panne, 500 Meter. Ich dachte, sagt dir eine App? Bei mir sagt das Navi. Nein, ja, das Navi sagt mir das nicht. Aber manchmal sagt mir der Navi dann auch eine Panne an, in 500 Metern oder so. Dann ist die aber schon seit einer Stunde nicht mehr da. Ah. Und wenn du umgeleitet wirst, ist immer ganz schön, dann kannst du mal sehen, dass das BMW-Navi halt, wer dann alles benutzt. Also häufig logischerweise BMWs. Und ich das ist ja Wahnsinn. Ich fahre dann die gleiche Umgehungsstrecke. Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Meine App sagt mir Baustellen und Pannen. Achso. Mit dem Autobahnwechsel. Na, über 100 Stundenkilometer komme ich gar nicht. Gib mir rechts. Gib mir rechte. Mein Gott. Das gibt mein Motor gar nicht her. Es hat jetzt mehrfach geschrieben, dass da irgendwas asynchron ist. Bei dir. Ist halt wieder so bei dem Server. Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Nö. Bin ich ein bisschen wild. Soll ich mal kurz OBS an ausmachen? Ja, der Stream mach sollte mal. Ja. Der Stream also bleibt achtet ja mal darauf, Chat, ob das jetzt sofort besser wird. Der Stream bleibt. Ja, ihr seht jetzt M1 oder so, glaube ich. Okay, ich muss auch kurz. Das Problem ist, hältst wir sind gerade. Ja, nee, warte mal, wir sind in so einer leichten Linkskurve. Ich lasse gerade rollen bei 89 km/h. Es kommt sofort noch ein Rasthof. Sollen wir da kurz drauf fahren? Ja, lass mal kurz drauf fahren, dann können wir ja fixen. Klingt irgendwie falsch. Eigentlich echte Tankstellen oder Fake-Tankstellen? Ja, du kannst hier tanken. Nee, aber die heißt Gob. Ach so, ja, das kannst du hier über. Ich geh mal im Tanken, fällt mir ein, wenn wir schon mal hier sind. Mein Tank ist noch voll. Die kannst du tatsächlich über den Workshop nachmachen. Vielleicht am Parkplatz vorbeigefahren. Ah ja, das ist gut. Wie viele Liter haben mir denn gefehlt? Mein Tank ist noch voll. Alter, mir fehlen jetzt schon 300 Liter. 367 Liter habe ich getankt. Bei 1,79, das ist okay. Klatschmalztest. Da mache ich gleich. So, dann haben wir hier bezahlt. Oh. Kollege, wo willst du denn hin? Ich will jetzt zum Parkplatz. Mein Gott, wie schlängeln die sich denn hier rum?
Ich habe einen Fehler begangen. Wieso? Ja, ich habe irgendwie eine falsche... Also ich blockiere hier noch ein bisschen. Achso, ja, das macht ja nichts. Oh, ja. So. Okay, also kurz mal Stream beenden. Da ist mal wieder da. Ach, Server A ist das mittlerweile. Ist gar nicht mehr M1. Okay. Pass auf, Chat. Ich höre mir das mal selber an. Moment. Ja. Mein Handy drehen und ich klatsche. Das ist 1A synchron, jetzt zumindest wieder. Ich wollte euch da jetzt... Danke. Ja, aber dann habe ich wieder das Ding, dass je länger ich streame, dass das dann asynchron wird. Das haben wir früher gefixt, indem wir einen anderen Server benutzt haben. Das ist ja wild. Das habe ich beim letzten Mal nicht gehabt. M1 gnadenlos gekündigt. Ja, so läuft das. Da war der gut. Okay, ich bin wieder fahrbereit. Sehr gut. Fahr mal vor. Ich fahr vor? Okay. Danke. Dann lass erst den Gülle-Truck hier durch. Scheiße. Ja, gar kein Problem. Schön, da stehen auch noch alle. Ach, der hier bist du. Oh mein Gott, weil hier links auch einer auf der Spur steht. Ja, ich bin der jetzt hier, an dem du jetzt vorbeifährst. Ja. Okay. So. Ich bin gar nicht bis zum Parkplatz gekommen. Ich habe direkt die falsche Spur genutzt. Ja, einfach rückwärts fahren. So, Beschleunigung. Da kommt ein anderer LKW. Ja, theoretisch muss ich den vorlassen. Aber ab. Ja, danke schön, Kollege. Eigentlich habe ich ja, ne, ich habe nicht Vorfahrt, liebe Freunde. Ja, der ist einfach jetzt auf die linke Spur gefahren. Warte. Okay, er fährt wieder zurück auf die rechte Spur, das finde ich nicht so gut. Wenn man auf der Beschleunigungsspur ist, hat man nicht Vorfahrt. Nur weil du blinkst, heißt das nicht, dass er einfach links rüberfahren darf. Das ist absolut korrekt. Wie schrecklich. Oh. Oh, wir haben eine gesperrte Straße. Wir müssen hier abfahren. Achso, müssen wir eh. Okay. Weil manchmal hast du wie so Events. Dann musst du jetzt theoretisch eigentlich geradeaus fahren bei der A10. Kannst du aber nicht, weil da ein Unfall war und die dann gesperrt ist. Dann musst du eine Umgehung fahren. Ah. Wo ist Blinker? Links, rechts, links. Ü und Plus. Wir fahren jetzt ab auf die A13. Guck mal, hier ist 80. In der Kurve. Gib Gas. Will da hochkommen. Ich komme auch mit Schwung rein. Ja, kannst du auch machen, die Kurve ist super. Kannst schon voll durchziehen. Yes, jawohl. Krasse Events. Bist du mit Maus und Tastatur? Aktuell ja. Danke, 1-1. Meine Ecke. Hey, du heißt Wiener Wurst. Irgendwas stimmt da nicht. Dreieck Spreewald. Ich mag die Spreewald-Gurken, die sind lecker. Links, Dankeschön. Oder LNX. Dankeschön. Rechtsberater. Jannis hat nur 13 gemacht und Xesta auch 25. Dankeschön. Wie steht ihr zu Menschen, die 110 bei 120 in der mittleren Spur fahren? Negativ. Die könnten rechts rüberfahren. Ich bin auch jemand, der gerne auf dem rechten Spur fährt, solange es denn möglich ist. Das finde ich sehr gut. Manchmal mache ich das sogar, wenn ich 160 vielleicht fahre, weil das dann nicht so eintönig ist. Ja, ist okay, Rechtsfahrgebot. Wenn nichts ist, fahre ich auch rechts. Auch mit ja, aber man soll ja gar nicht so häufig hin und her wechseln. Aber das war jetzt am Wochenende, ne? Ich bin ja Karfreitag bin ich nach Osnabrück gefahren. Ja. Und Ostersonntag bin ich dann sogar von Weeze aus wieder nach Berlin gefahren. 600 Kilometer, eigentlich die A2 von vorne bis hinten.
Da hat man schon gemerkt, dass keine LKWs da sind, aber irgendwie war die vollste Spur trotzdem die mittlerste. Die rechte Spur ist einfach nicht benutzt. So als wenn manche Leute denken würden, es sind zwar keine LKWs da, aber das ist schon die LKW-Spur, da muss ich nicht hinfahren. Ja. Ja, wenn LKWs da sind, also so wie jetzt, wenn die zweispurig ist, dann ist eigentlich die Autobahn einspurig. Das finde ich ja belastend. Richtig. Aber ich meine, dann müssen die Leute halt weniger Shit bestellen, ne? Weil die fahren ja auch nicht aus Jux und Dollerei durch die Gegend. Das weiß ich ja auch. Also ich leg da nie den LKW-Fahrern doof aus. Ich auch nicht, sondern den Autofahrern. Aber so ist das dann halt. Da muss man aber auch irgendwann mal akzeptieren, dass das einfach voll ist. Echt Spaß Lava ist halt auch so. Manchmal ist er einfach voll. Oder so sonntags ist auch manchmal voll, so nach so einem... Ah ne, hier müssen wir gar nicht links machen. Ja, diesmal war sonntags sehr leer. Glücklicherweise. Die A2 war recht leer und Niedersachsen hat sich entschieden, die 130, die man dazwischendurch mal anzeigen kann, die brauchen wir heute mal nicht. Und schönen dann guten war, Abend. Dann war die A2 schön. Grimlix und Paolo Sergio. Oh mein Gott, das ist schon lange her. Oh. Ich bin wieder abgeschmissen. Paolo Sergio. Ja, ich fahr langsamer. Nee, nicht langsamer, ich fahr viel zu langsam. Moment, Moment, jetzt stimmt. Gerade habe ich gesehen, Wien hat geschrieben, es gibt in Wien keine Wiener Würstchen. Das, okay. Das hat nur so ein Deutschländer-Ding. Oh, links ist eine Skyline zu sehen, Peter. Ja, krass. Oh, wow. Was sehen wir denn da überhaupt? Was sind wir hier? Erfurt? Nee. Okay, ich kann gerade nicht M drücken. Ja, ist ein Frankfurter? Ganz Leipzig Österreich heißt nicht Frankfurter, okay. Nee, Leipzig ist rechts. Links ist irgendein Kackdorf gewesen, glaube ich. Ja. Leipzig West. Tab bei der Map. Ach ja, Dresden. Da war mein Name drüber, ich konnte das nicht lesen. Na, Dresden ist natürlich kein Kackdorf. Dresden ist schön. Ja, wieso bremst du denn? Wieso, was machst du da? Du musst Atelier Dresden, sehr empfehlenswertes Restaurant. Leipzig West, also Halle, ja, kann auch sein. Ja, guck mal, da ist das schon ausgeschildert. Navi brauchen wir gar nicht mehr. Ich finde das ja immer richtig krass, weißt du, so Papa früher fährt in Urlaub, hat sich, bevor man in Urlaub fährt, hat er sich einmal die Strecke angeguckt und dann wusste der die. Navi gab es nicht. Na, Karten. Die mussten ja dann ausgepackt werden. Ne, da hatte der Beifahrer noch eine richtige Aufgabe. Ja. So, heutzutage, meine Frau ist immer die Beifahrerprinzessin. Die muss nichts machen. Wenn bremsen sollten LKWs erst bei Teilnehmern ab 10 Tonnen. Okay. Ja, finde ich auch. Oh, jetzt berg runter. Halt, Navi. Yes. Früher war auch immer dann schön Gameboy spielen während der Fahrt nach in Urlaub. Ja, klar. Und immer hoffen auf gute Beleuchtung, weil es natürlich kein Backlight gab. Konnte man Super Mario Land immer nur weiter nach vorne spielen, wenn gerade man an Lampen, Straßenlampen vorbeigefahren ist. Jetzt geht's nach Pörner. Okay, Wiener Wurst kennt sich direkt wieder aus. Okay, der fährt mir hier ein bisschen zu langsam. Aber ich fahre auch 87, 88, das ist zu schnell. Ja, aber ich hab den jetzt mit 82 überholt. Ah ja. Also. Google Maps, nach vorne kannst du auch direkt mit überholen, oder? Ja. Alter, was ist das hier geil mit den, ja, mit den geilen Tunneln und alles. Ja. Vor allem in einem Tunnel. Hab ich auch direkt gelesen. Aber wie kann man Fenster runter machen? Also. Ja, weiß ich nicht, da gibt es eine Taste für. Die hatte ich irgendwann mal die festgelegt. Ich weiß das nicht mehr. Ich kann ja nicht Escape drücken, glaube ich jetzt. Ne, muss man für anhalten. Chat, Taste für Fenster runter. Da sind Blitzer in echt, okay. Da musst du belegen. Ich meine, ich hätte das mal gemacht. Ach, die muss man belegen. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Und ich meine, damals hätte ich das mit... Oh, Falltaste links gemacht. Ja. Oh. Das ist bei mir natürlich...
nach links lenken. Guck mal. Richtig. Endlich mal der Sound der Straße und. Warte, rechts können wir auch aufmachen. Ja klar. So nämlich. Genau, Pfeiltaste hoch ist das rechte hoch und Pfeiltaste runter ist das linke hoch. Ah! Die Grenze zu günstigem Essen. Das ist die Grenze zu Prag also, ja? Ja, genau. Das war einer der verschönsten Urlaubserlebnisse, die wir hatten, als wir uns entschlossen haben, 2 Tage Prag und danach 2 Tage Stockholm. Hä? Das war wild, weil Prag war so für 2 Leute essen gehen, Flasche Wein, Vorspeise, Nachspeise, gar kein Problem, mega geil. In Stockholm angekommen, ey, lass mal, kommen wir essen bei Subway oder so, das ist toll. Moment, was ist das denn für ein Urlaub? 2 Tage Prag, 2 Tage Stockholm? Ja, weiß ich nicht, ich hab mal Bock drauf. Oh, da steht was vom Blitzer. War das in Prag oder in Stockholm? Und meine Frau war noch nie in Prag und die war noch nie in Stockholm. Das ist irgendwie eine wilde Kombi, muss ich sagen. Oder waren es 3 Tage Prag und 3 Stockholm? Weiß ich nicht, irgendwie sowas. Das ist aber krass runtergebremst bei dem Blitzerzeichen. Ja. Das ist auf der A2 auch so witzig. Da gibt es halt fest installierte Blitzer. Aber die Geschwindigkeitsbegrenzung, die wird halt nur über diese Leuchtschilder da oben angezeigt. Die sind aber häufig aus. So. Aber die Blitzer stehen dann natürlich trotzdem, die bauen die dann ja nicht ab, wenn es keine Geschwindigkeitsbremse gibt. Leute sind so dulli-mäßig unterwegs, die wissen eigentlich, jetzt ist gerade keine Geschwindigkeitsbegrenzung, sehen den Blitzer und gehen voll in die Eisen. Da muss man immer aufpassen bei den Leuten. Ja genau, weil die sich erschrecken. Man muss immer besonders guten Abstand halten, weil die Leute können da mal von 250 runter auf... Chat, ich kann nicht schneller. Ich werde nicht geblitzt, weil ich zu langsam fahre. Ich kann gar nicht, ich hau voll auf die W-Taste. Geht nicht. Wir fahren leicht bergauf, dürft ihr nicht vergessen. Ponec, Merini, irgendwas. Ich bin doch schon ewig nicht mehr geblitzt worden, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Weiß gar nicht, wo. Bin ich denn zuletzt geblitzt? Stau. Wie kriegt... Oh, da ist richtig was los. Ich sehe Feuerwehr. Und Polizei. Jetzt müssen wir uns hier einfädeln. Wir müssen die Spur. Reißverschluss. Doch. Ja, hören Sie mal, Kollege, so geht das aber nicht hier mit dem Reißverschluss vorbei. Nee, was ist das denn? 131 oder was? Hat er sich mal Reißverschluss angeguckt? Was ein Arsch. So. Ich will aber genau wissen, was hier passiert ist. Deswegen bleiben wir mal kurz hier stehen. Willst du mich verarschen? Ich dachte, du hast gebrabst. Dann habe ich nicht gesehen. Du hast Schaden dadurch gekriegt. Oh Gott. Autsch! Das war keine Absicht. Genau das passiert wegen der Hurengaffer. Das war keine Absicht. Das ist eine absolute Lüge. Ich, wollte nicht, dass du mir, ich wollte nicht absichtlich, dass du mir auffährst. Ja, okay. Immer diese Gaffer. Jetzt habe ich ganz viele gelbe Lämpchen. Scheiße. Oh, what? Ich habe 2 gelbe Lämpchen. Irgendwas mit dem Motor ist und irgendwas anderes ist auch noch. Oh shit. Ja, das war Brake-Test, ne? Da habt ihr recht. 10 Sekunden Strafe für Ocon. Ja, du musst jetzt trotzdem nicht 50 fahren. Ich gebe Gas. Okay. Du kannst mich ansonsten überholen, wenn du schneller bist, ne? Ja, das will ich aber nicht. Aber eigentlich wird das besser. Erheblicher Fahrzeugverschleiß. Bitte suche die Werkstatt auf. Ja, Verschleiß. Das ist eine nette Umschreibung. Genau, kein Sicherheitsabstand gelassen, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich in den Chat gegafft, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du einfach stehen bleibst. Ne, 10 Sekunden Penalty ist, nee, Moment, Sainz. Deins ist Gridstrafe. Ocon ist 5 Sekunden und 10 Sekunden ist. Weiß ich gar nicht. Schneller mit dem Motorschaden? Ja, das stimmt. Hast du da vorne einen Schaden abgekriegt? Nö. Nee. Ich bin mir in den Hänger gefahren, das ist okay. Ja, stimmt. Da hinten ist Prag. Na gut, dann sind wir jetzt da. Schön, hätte ich ja fast unfallfrei geschafft, die Strecke.
Ich wollte gerade sagen, hier sind wir mit dem Döler rumgefahren, aber das war Warschau. kann man hier die Karlsbrücke sehen? Also ich meine, drüber fahren kannst du ja eh nicht, weil die ja nicht für Verkehr ist, aber... Boah, gut, dass du gerade losgefahren bist. Was ist passiert? Vor mir war ein Auto und ich habe damit gerechnet, dass das Auto fährt, aber das hat sich dann gedacht, reingelegt. Bleibt nur eine Runde stehen. Schön den Auflieger. Alter, sind die irre! Die fahren einfach. Sind die Regeln hier in Tschechien anders bei dem Kreisverkehr? Ja, ja. Dürfen die da immer reinfahren, wenn sie wollen? Oh, da hinten ist schon unser Ziel. Ich bin drinne und ich bin auch dabei. Ja, guck mal. Kreisbrücke liegt einem Verkehrsbrückenbereich. Siehst du nicht, ja. Da war doch die, Fußgängerzone und so. Ja, stimmt. Und dann sind wir da den Hügel hochgelaufen zu dem, zu diesem, das ist kein Palast, oder? Landet noch. Schloss? Meinst du mit wir, deine Frau und dich oder uns? Genau. Und dann waren wir da und dann bist du auf so einem Aussichtsturm und dann kam so eine Schulklasse an und da kamen direkt zwei Jungs an und haben gesagt, boah, ey, lass mal ein Foto machen. Das ist schon lange her. So, neben mir ist ja keiner. Können wir direkt hier rüber, wir müssen gleich links abbiegen. Wieso hupen? Wieso denn hupen? So. Danke. Dankeschön, Big J. Für den Resub und Blue Meep. Wölb. Strafzettelsammler. Ich hoffe nicht. Burg, in der sie Triple... Ach, da haben die Triple X auch gemacht. Ist ja abgefahren. Wusste ich gar nicht. Also ja, die sind durch Prag, ne? Das ist ja offensichtlich. Aber dass die auch da drin waren, wusste ich nicht. Hätte ich auch nicht mehr am Schirm. Wer kann sich denn ein Triple X... Wieso soll ich denn hupen? Okay. Hab ich gemacht. So, wir sind angekommen. Schön links einlenken. Ein bisschen noch. Und fertig ist das. Abgeschlossen nicht. Doch. Oh. Was hat denn abgeschlossen nicht? Abgeschlossen haben wir. Aber. Oh, ich glaube, ich habe ein Level gemacht. Eben. Ich habe noch einen Punkt, den ich verteilen kann. Jo. Nochmal Fernfahrten, dann können wir bis zu 1100 Kilometer. Ach, das ist doch Quatsch. Wie wird denn mit toxische und infektiöse Stoffe? Sparsame Fahrweise, das wäre doch mal was. Weniger Spritverbrauch. Das macht doch auch Sinn. Weniger Geld ausgeben heißt mehr Geld am Ende in der Tasche haben. Hochwertige Fracht? Okay, Saftbefehl, weil du bist. Zack. Warten wir noch auf Peter und dann fahren wir noch einen kurzen, oder? Ah, bin am Start. Sparsame Fahrweise lohnt sich nicht, okay, aber da stand 10%. Ah, Cookie ist auch schon voll drin, sehr schön. Ah, seit ich 13 bin, ja moin. Nee, hochwertige Fracht kann Peter nicht, aber das ist ja okay. Kurz von Spanien in die Türkei. Ich kann ja schon mal gucken hier aus Prag. Würde sich ja anbieten, Leerfahrten sind ja erstmal scheiße. Ich muss aber gleich kurz zur Werkstatt. Ja, da komme ich mit. Alter, Prag nach Metz? Was war da passiert? Na, guck mal. Das sieht doch okay. Wobei, vielleicht haben wir noch einen mit. Wir könnten nach Wien fahren. Ist auch direkt hier auf dem Hof, wo wir stehen, bei Tradö. Ah ne, das ist nur der Auflieger. Euro-Goodies. Jawohl. Wien perfekt. Mach mal Mappen. Was? Mappen jedes doch ja nicht. Mappen Nord oder Mappen Süd? Mappen. Welche Städte haben wir denn hier so? Duisburg, Köln.
Düsseldorf, Dortmund. Als sind nur die einzigen, die man hier in NRW braucht. Mannheim, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, München. Boah. Krass. Kein Würzburg, kein Augsburg, kein Freiburg. Okay. Kassel, Erfurt, Leipzig, Dresden, Berlin, Magdeburg, Hannover, Osnabrück, Bremen, Hamburg. Travemünde ist natürlich mit dabei. Ach so, wegen der Fähre. Kiel und Rostock. Okay. Wo nehme ich mal Kavian? Es hat ein bisschen gedauert mit dem Rückwärts-Einparken. Naja. Hier oben rechts Holland. Was heißt denn oben rechts Holland? Holland ist doch da. Rotterdam, Amsterdam, Groningen. Ah, fast Level 3. Das ist alles von den Niederlanden. Das ist dort. Ich war jetzt kurz zur Werkstatt. Ach, das mal. Wie sieht das denn bei mir aus? Ah, LKW ist noch top in Schuss. So, hier habe ich schon überall rumgeeiert. Alles, was ihr an gelber Strecke seht. Guck mal, in Deutschland bin ich so gut wie noch gar nicht gefahren. Das waren jetzt meine ersten Fahrten in Deutschland. Ja, Deutschland kennt man, wa? Ja. Oh. Mach mal Groningen, dann kommt ihr bei mir circa vorbei. Ah, nee. Da ist ein bisschen weiter hin. Wo ist denn das Eichelmeer? Da, ne? Was haben wir denn in England so? Oh, Schottland nach Aberdeen. Das wäre eigentlich auch nice. Da war ich ja schon mal. Edinburgh war ich auch. Das war cool. Habe ich Doom gekauft. Mir kaufen lassen von meiner Pfadfinderleiterin. Natürlich. Wie das nun mal so ist. Um 3 war das damals noch. Ach, das war cool. $3,400 muss ich bezahlen. Mit den Promods kann man in London zum Big Ben. Ach krass. So, LKW ist repariert. Du kannst quasi annehmen, was du willst. Italien habe ich noch nicht so viel von gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich immer nur hier oben zum Skifahren und... Wir haben immer noch quasi die Beschränkung von 550 Kilometern. Danke. Ja, macht ja nichts. Gucken wir mal nach der Aufträge. Waldmadel, danke für dreifachen Resub und Smarty Pants. Smarty Pants, doch, auch 3 Monate. Dankeschön. Auftragsangebot aus Prag. Da hätten wir Rostock, aber das ist einfach die Strecke wieder zurück. Da habe ich keinen Bock drauf. Metz ist viel zu weit, weil das sind 700 Kilometer. Linz hätten wir für 347 Kilometer. Oder wir fahren noch weiter in Osten. Also Linz, Osten von Tschechien oder Wien. Ist mir gleich, gell? Dann fahren wir doch nach Wien, was soll's. Angebot läuft ab in 3 Stunden. Ja, komm. Ab nach Wien. Das ist da, wo ich gestartet bin, wie du sagtest. Da, wo du jetzt eh stehst, ne? Ich glaube schon, ja. Wobei, ich kann den Auftrag ja annehmen. Du kannst ihn ja egal von wo. Ja. Oh, da war ein bisschen viel Schwung. Vienna Calling, ja genau. Warte mal, was mache ich denn hier gerade? Was angenommen? Sofort. Warte. So. Aufträge. Von hier nach Wien. Ab die Post. Ja, habe angenommen. So, dann gucken wir doch mal. Von hier nach Wien. Ansehen und gleich einen Job annehmen. Was gibt das? 6.700, ja komm. Ja, es ist nicht die Welt. Wenn du aus der Map rechts rausfährst, kommst du dann links wieder rein. Ey, mal ohne Witz, ne, hier Real Talk. Ich hab früher
Kennt jemand noch irgendwie sowas wie Terranigma oder so für den Super Nintendo? Da hast du ja immer auf der Weltkarte das so wirklich so gehabt, wenn du am Nordpol rausgefahren bist, bist du am Südpol wieder unten rausgekommen. Und das habe ich dann irgendwann so in den Kopf reingedrückt, dass ich immer gedacht habe, wenn du am Nordpol oben, also jetzt Richtung Norden fahren würdest, bis zum Nordpol, dann kommst du unten am Südpol wieder raus. Ja, okay. Das ist Kinder manchmal das denken. Halt so dumm. Ja, da ist dann hier, da ist ein Landesmann von dir mit Wohnwagen. Was war eigentlich, war Super Nintendo deine erste Konsole? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes Rollenspiel war? Ja, Illusion of Time. Auf Englisch hieß das Illusion of Gaia. Also mein Vater hatte auch ein Atari, weiß nicht, 2700 oder so. 2600 dann wahrscheinlich. Ja, genau. Aber meine erste eigene Konsole war dann... Hatte der auf dem Atari so was wie Ultima? Oder so? Ja. Die Ampel ist rot, ne? Nee. Nee, der hatte diese Panzerspiele da und Tennis und... Weiß gar nicht, was das noch war. War auch wieder knapp. Illusion of Time, das sagt mir gar nichts. War das ein JRPG? Ja, aber auch irgendwie nicht. Das war schon sehr verwestlicht. Bis halt, also daher kam dann auch, dass ich unbedingt mal nach Angkor will, weil da ist man auch nach Angkor gefahren. Also ja. Da bist du so einmal über die ganze Welt immer. Oh, Mysterious Beast, danke für 5 Abos. Dankeschön. Secret of Mana hatte ich von einem Kumpel immer ausgeliehen, weil ich hatte Secret of Evermore. Weil, also meine Eltern haben die gebraucht gekauft, die Konsole. Dafür waren da aber auch direkt schon, weiß ich nicht, was für Spiele bei. Da war diese, was war denn dabei? Mario Paint, das fand ich dann aber immer doof. Dann war da WWF Royal Rumble bei, Top Gear, dann Illusion of Time und diese Super Mario All-Stars war da auch bei. Ja, das ist ja praktisch, weil dann hast du ja World auch direkt gehabt zum Beispiel. Genau. Da war Super Mario World drin und all sowas, das war richtig cool. Und Terranigma hatte ich dann später noch, genau, und Secret of Evermore, die waren richtig geil. Was? Secret of Evermore war ähnliches wie Secret of Mana? Ja. Also vom Kampfsystem auf jeden Fall, war das irgendwie von der Nachfolger, Story ein bisschen Vorgänger? Ähnlich. Nee, das nur einfach vom Spiel, sag ich mal, ähnlich. Secret of Evermore war ganz witzig, weil es in Deutschland war die Übersetzung, die deutsche Station war ja in Groß-Ostheim. Deswegen hat Secret of Evermore in Gro... Oh, ich muss hier links rüber. Nichts passiert. Der steht. Oh, dann hat er vielleicht ein bisschen viel gebremst. Und deswegen spielte das Spiel auch in Groß-Ostheim. Ja, das ist witzig. Und, war aber ein bisschen... Wie heißt das? Grindig. Wenn, also da war ein aktives Kampfsystem. Und wenn du deine Waffen leveln wolltest, dann musstest du mal Gegner killen. Dafür hast du dann aber auch Geld bekommen, wenn du die killst. Aber auch das Waffenlevel geht hoch. Und irgendwann brauchst du so viele Gegner. Und ja, da habe ich dann rausgefunden, bei Secret of Evermore, Leute, ne? Hier, Chat, ihr kennt das ja. Wenn man da ganz am Anfang in der ersten Welt die Raptoren besiegt, genau, dann kriegte man das Raptorenleder geschenkt von irgendeinem Typen. Und wenn du dann das Raptorenleder aber nicht benutzt hast, sondern aus dem Bildschirm rausgegangen bist, dann zum Händler hast du das verkauft und bist wieder zu dem Typen, hat er dir wieder ein Raptorenleder geschenkt oder wie das hieß. Und so habe ich dann teilweise 2 Stunden lang nichts anderes gemacht, bis ich so viel Geld hatte, dass ich mir einfach alles kaufen konnte. Das Problem ist nur, wenn du in die nächste Welt kommst, wird deine Währung, da waren Krallen, weil du in der Prähistorie bist, wurden dann umgerechnet zu 2 zu 1. Dann hast du wieder, naja. Nur die Hälfte gehabt. Ja. Witzig. Hast du dann damals auf dem Super Nintendo Final Fantasy 6 gespielt? Nee. Das Final Fantasy habe ich den ersten Teil erst, Teil 8, gespielt auf dem PC. Teil 8 sogar erst, ja, okay. Mhm. 6 soll ja auch ein insane gutes Final Fantasy gewesen sein, aber war halt auch von meiner Zeit. Für viele bis heute der beste Teil, für andere der 7. Ich hab den irgendwann mal angefangen. Okay.
Aber dann war natürlich dann nicht mehr so geil, ja, wahrscheinlich. Das ist dann das Problem. Harley! Dankeschön für 21 Monate, ja, geht schnell. Oh. Was ist denn hier mit der Straße kaputt? Das sieht mich aber nicht nach deutschem Standard aus. Dein erstes Spiel war Mario Kart Double Dash, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Was war das denn nochmal? Double Dash? Ist das GameCube gewesen? Oder ist das Nintendo DS gewesen? GameCube, ja, okay. Townsend, sein erstes Final Fantasy war 10, für mich immer noch besser als jeder Nachfolger. Ja, das ist ja immer so schwierig, aber 10... Das Beste, weil das sein 9. erstes ist halt. Ah, nee, 9, genau, 9. Der Jace hat 9, bei mir ist halt auch... Tatsächlich, ich habe 8 gespielt, finde ich auch immer noch mega gut. 9 habe ich, glaube ich, ausgelassen damals, habe es dann nachgeholt irgendwann. Und 10 ist für mich auch immer noch so ziemlich der stärkste Teil. Aber ich habe jetzt 7 nie gespielt, außer das Remake. Ja, es ist auch schwierig, ohne Nostalgiebrille heute nochmal nachzuholen, weil es halt einfach hässlich ist. Ja. Bin kurz hinter Christian Babakalasch. Wir fahren relativ nah hintereinander. Halt nur ein bisschen Sicherheitsabstand aus Gründen. Was? Ich glaube, mein erstes RPG war tatsächlich Pokémon Blau. Krass. Ja, das ist an mir komplett vorbeigegangen, die ganze Pokémon-Nummer. Habe ich für den Gameboy nie gehabt. Weißt du noch, wann das rauskam? In Deutschland weiß ich es nicht. Also ich glaube, der Gameboy kam ja sogar 89 raus, aber ich habe den erst irgendwie mit 7 oder so gekriegt. Also irgendwie 7 Jahre nach offiziellem Release. 99 kam Pokémon raus. Ja, guck mal. Ja. Da habe ich nicht mehr mit dem Gameboy gespielt, da hatte ich einen PC und habe Quake 3 im LAN gezockt. Ja. Also. Da hatte ich aber auch schon... Wait, 99 kam das raus? Okay, krass. Ja, 98 oder so war Half-Life oder 97? Also da habe ich mit Gameboy nichts mehr am Hut gehabt. Und Final Fantasy 7, so krass. Ja, deswegen, da habe ich halt nicht mehr Gameboy gespielt, weil die Plattform für mich absolut uninteressant war. Deswegen ist sowas wie Pokémon halt völlig an mir vorbeigegangen. Überrascht, aber dann habe ich die PlayStation ja wahrscheinlich viel später nach Veröffentlichung bekommen. Damals haben so Jahre auch nichts ausgemacht, weißt du? Heute weiß man schon nicht mehr, was vor 3 Monaten rausgekommen ist. Damals hat man einfach 3 Jahre später erst eine ganze Konsole auf den europäischen Markt gebracht. Das war einfach scheißegal. Da hat man die Wirtschaftssimulation WET gespielt, so nämlich. Ja. Ich viel über Finanzen gelernt. Dann gehen wir mal mein Heiligtum, damals funktioniert heute noch. Ja, den habe ich natürlich auch, ne? Und da habe ich auch super viele Spiele für gehabt. Aber das aus Gameboy wurde Super Nintendo, dann war der Gameboy nur noch zum Mitnehmen. Oh, ich muss da links rüber. Und nach dem Super Nintendo habe ich Gespräche mit meinen Eltern geführt. Und ich habe sogar im Laden die PlayStation ausprobiert, fand die aber von der Steuerung irgendwie nicht so geil, dieses Rennspiel, was die da hatten. Also habe ich gesagt, ich will einen PC. Also dann lieber PC, weil das ist irgendwie zukunftsträchtiger. Das kam bei mir erst viel später, muss ich sagen. Deswegen hatte ich nie eine PlayStation. Dann hatte mein Bruder irgendwann ein N64, da haben wir beide mitgezockt. Ja, aber PC war halt schon geil, ne? Also GTA und Half-Life und StarCraft und Diablo und die ganze Nummer mitgenommen. Das war schon nicht schlecht. Ja, da bin ich erst so 2000 oder 2001 dazugekommen mit PC. Da war ich dann so 10, ne 12, 10, 11 bis 12 glaube ich. Mama hat mir damals die Spiele immer über den Otto-Katalog bestellt. Unvergessene Zeit. Ja, Mac Petrus. Über den Otto-Katalog wäre natürlich auch lustig. Ja, stimmt, Duke Nukem 3D und oh. Damals, als sich Leute noch nicht über Alter geschert haben. Ja. Weil doch, auf der Messe haben wir in Essen Duke Nukem 3D gehabt, da musste eine Freundin, also von meinem Kumpel, die Mutter, die musste mir dann bestätigen, dass ich das Spiel haben darf. So. Weißt du noch, was dein erster PC hatte? An Pentium-Prozessor oder sowas? Nee, gar nicht. Ich glaube Pentium 90 oder so. Ich meine, der von meinem Vater hatte einen Pentium 2 Prozessor.
Also, nein, zwei war das noch nicht. Aber ich habe die 486er Zeit, glaube ich, übersprungen. Also also ich meine, das waren 90, oder doch? War das 90 MHz? 400 MHz, ach Quatsch. Kam erst später, glaube ich. Und ich meine noch, ich hatte irgendwie eine 500 MB Festplatte. Da wollte ich mal irgendein Spiel drauf installieren und ne, weil man halt gerade erst mit PCs und so warm wird, habe ich einfach überhaupt nicht verstanden, warum das nicht ging zu installieren, bis ich nach ewig langer Zeit gecheckt habe, dass die Festplatte voll ist. War aber wirklich Blitz. Grün übrigens. Ja, ich habe auch noch die Diskettenzeiten, habe ich noch knapp mitgemacht, aber nicht viel. Da kann ich mich nur ganz vage dran erinnern. Monkey Island und Siedler 2. Ach, geil. Monkey Island hatte ich von der GameStar. Ich hab da nicht verstanden. Ich war zu jung dafür. Ich fand die Grafik cool und bin so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, aber hab's halt null verstanden. What the fuck? Ich hatte voll den Lag. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab dich berührt, aber ich glaube, das ist nichts. Ich hab nichts gemerkt. Okay. Alles gut. Ja, damals war halt nur der Fortschritt war ja damals nicht Grafikkarten, das ging ja erst irgendwie so um 99 oder so los oder 98 mit der Diamond Monster 3D. Aber damals waren Grafikkarten noch relativ egal, damals war halt ja immer der Prozessor und so. Konntest du dir alle zwei Jahre einen neuen Rechner holen, ansonsten hat der ganze Spaß immer geruckelt. Ja, da, also was damals auch für Sprünge immer gemacht wurden von den Spielen, war schon echt krass. Da war wirklich jedes Jahr, als wenn ein ganzes Jahrzehnt passiert wäre. Ja, wobei, ich glaube, da ist aber auch noch nicht ganz so optimiert programmiert worden. Oder ging wahrscheinlich auch gar nicht oder so. Es ist so, wie du heute halt auch in manchen Spielen einfach denkst, das sieht jetzt gar nicht so geil aus, braucht aber trotzdem wie eine 4090. Ja, okay. Ne? War damals, glaube ich, die Optimierung für die Systeme eine ganz andere Nummer. Da hast du dann als Kunde gesagt, ja, ist klar, da brauche ich mal statt 200 MHz, brauche ich mal 400. Aber die grafischen Sprünge allein von der Optik waren ja schon insane. Was in einem Jahr da teilweise passiert ist, also das ist ja mit heute nicht mehr vergleichbar. Also die Unreal Engine und so, das war schon ordentlich. Als es dann von der, sag ich mal, Doom-Nummer auch zu Quake ging, Quake ist nicht mehr indiziert, ne? Ja, oder rechne mal 5 Jahre vor Doom, wie Spiele da aussahen. Das ist halt... Text-Adventures. Ich glaube, ich würde sagen, die letzte Konsolengeneration, die einen echten grafischen Sprung gemacht hat, war von PlayStation 2 auf PlayStation 3. Von SD auf HD. Alles danach war... Crysis, ja. Crysis sieht immer noch gut aus. Auch Far Cry 1 damals hat richtig gut ausgesehen. Springen wir zwar ein bisschen durch die Jahre, aber... So, wisst ihr noch, Chat? Hier habt ihr mich letztes Mal reingelegt, wo ihr gesagt habt, nee, Licht musst du in Österreich nicht anhaben. Zack, 50 Euro oder so bezahlt. Ich musste gerade 120 für Licht bezahlen. Okay, da waren es 120. Ey, wir sind doch gerade erst reingefahren. Dammit. War dunkel. Wir müssen uns links halten, weil wir wollen ja nicht nach Pölten, sondern nach Wien. Ah, Battlefield, ja, 1942, ja, okay. Das war meine volle PC-Zeit, wo ich auf die Konsolen herabgeblickt habe. Oh, du kannst da bei GoldenEye ein bisschen schießen, du kannst bei Halo auf der ersten Xbox ja Ego-Shooter machen. Und, also, da hab ich mir gedacht, und? Ja, das Halo-Ding, das war auch damals völlig überhyped, fand ich, weil das war so aufgebaut als das Spiel der Spiele. Und auch da wurde mehr versprochen. Vor allen Dingen die PC-Version war ja, glaube ich, auch nicht gleich mit der nee, Konsolen-Version. Und da war ich so enttäuscht von diesem Spiel damals. Aber ich habe es halt auf dem PC gespielt. Aber ja, auf die Konsolen abgeblickt habe ich auch. Auch wenn GoldenEye war geil. N64 war super. Also aus Shooter-Perspektive oder Multiplayer-Perspektive. Ja. Hattest du bei Xbox theoretisch, konntest du, glaube ich, ein LAN-Kabel anschließen? Aber so richtig losging das erst mit der Xbox 360. Da haben wir ja schon auf 64-Mann-Servern gezockt oder so. Ja. Da haben wir schon 100.000 Stunden bei Unreal Tournament auf Face uns gegenseitig mit dem Multikill weggeknallt. Als sie das erste Mal Halo 2 Multiplayer gezockt haben, die Consoleros. Oh, Janni und Panpaja und Lactos und Rowdy Farbs haben noch Resub. Vielen Dank.
Freshbite natürlich auch sogar neu gesubbt. Hallo. So, wir sind jetzt gleich. Wir fahren jetzt Richtung Bratislava. Ah, da unten müssen wir links. Wir sitzen noch ganz stolz Windows 8. Ja, habe ich auch noch. Im Schrank. Da habe ich mich noch gefreut, weil das musstest du morgens vorbestellen und dann auch noch mit dem Studentenrabatt. Das war irgendwie, als würdest du Konzerttickets holen oder so. War 8 ein gutes? Ich habe 8 irgendwie als schlecht im Hinterkopf. War das falsch? War 7 das gute und 8 das schlechte? Ich weiß nicht. Oder war das 7? Ne, 7 habe ich glaube ich noch. Stimmt. Windows 7 ist das. Oh mein Gott, stimmt. Ja, Windows 8 habe ich auch übersprungen, jo. Weil ich sagen muss, Windows 11 ist echt in Ordnung. Also diese, nur die geraden Windows-Dinger sind gut, ist irgendwie... Ja, Windows 11 ist oder echt in Ordnung. Oder das hatte so am Anfang leichte Probleme, aber ich würde sagen, mittlerweile ist das echt gut. Ich habe auf meinem einen PC immer noch 10, das geht auch noch immer klar, aber die gehen mir am Sack. Dann sagst du immer, nein, ich will kein Windows 11. 2 Tage später, hier, upgrade doch mal Windows 11. XP war beste, wurde halt am längsten benutzt. Gefühlt. Windows ME hat bei mir funktioniert. Ich habe da nicht so krasse Bugs gehabt. Was war dein erstes Windows? 95. Weiß auch. Ja, beziehungsweise, das war auf dem Computer meines Papas. Und ich meinen ersten eigenen PC hatte ich. Wann kam Freelancer raus? Und Sacred. In der Zeit hatte ich meinen ersten eigenen PC. Das müsste XP gewesen sein. Vorher habe ich immer nur auf dem PC von Papa gespielt. Beziehungsweise der hatte natürlich richtig schön 2 PCs im Keller stehen, damit er immer schön die CDs brennen konnte, easy. Oh, um wait, dafür hat er einfach nur einen eigenen PC gehabt? Ja, der hat ja bei einem sehr großen Unternehmen gearbeitet und da hat er die alle vertickt und hat so Cash gemacht. Natürlich. So Programme und Spiele kopiert und dann, das war so ein Nebenverdienst. Der Raubkopierings mit. Ja. Die Regel der 2. Da hatte der die Kosten ganz schnell wieder raus, muss ich sagen. Das Invest war ein gutes. Ich weiß noch, meinen ersten Brenner habe ich auch auf irgendeiner Messe gekauft. Ich glaube in Dortmund. Oder war das auch Essen? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat noch 300 Mark oder so gekostet. War insane teuer. Die ersten Brenner, die mein Vater hatte, haben 2000 Mark gekostet. Okay, das ist dann doch ein bisschen mehr. Und dann konnten die irgendwie so achtfach lesen, gedauert. Vierfach schreiben oder so. Und das hat mal 2 Jahre gebraucht, bis du dir deine Sicherungskopie angefertigt hast. Hobbytronic in Dortmund? Das ist ja auch schon ewig her. Hier wieder links rüber. Danke. Was? Na, reicht's schon. Boah. Nee, na, reicht's schon. Wollen wir richtig vorlesen. Dankeschön. Oder na, reicht schon. Bremsen reicht. Finno, Dankeschön auch dir. Für den Resub. Wir sind jetzt gleich da. Ja, Mann. Nicht gut heute gewesen. Aber mit wem war ich denn irgendwann? Oh mein Gott, ja! Da waren wir auf der Messe. War das in Dortmund? Genau. Da habe ich mir meinen Brenner gekauft und einer meiner Kumpel, sag ich mal, also war wirklich so, der wollte immer unbedingt nach oben, weil oben der 18er-Bereich war. Und zwar nicht der Splatter- und Horrorfilme-Bereich, sondern der Porno-Bereich. Und da wollte der immer unbedingt rein. Dann hat er sich irgendwann da hochgeschlichen und ist da auch irgendwie reingekommen. Bei mir war das zu peinlich, ehrlich gesagt. Es ist, als ob die Ampel rot war. Passend. Da hatte ich immer Schiss vor, weil da sind ja dann noch die Erwachsenen rumgegangen. Das fand ich immer strange. So, wo willst du die Nummer hinhaben? Oh Gott, boah, hab ich mich erschrocken.
Ja, kacke, da hätte ich ja fast machen können, wo willst du das Zeug hinhaben, weil... So wird das nicht. Du musst das woanders hinbringen als ich? Ja, ich mache nur die. Ich hatte auch eigentlich nur vor, die einfache Nummer zu machen, um vorwärts reinzufahren, aber jetzt muss ich doch rückwärts fahren. Ja, ich habe mich festgefahren. Was? Wie habe ich das zum Fick denn jetzt noch hingekriegt? Wie stehst du denn da? Ja, ich habe mich doch nicht festgefahren, alles gut. Ah, guck mal, da wird sogar gekurbelt und der Auflieger abgemacht. Ja, guck mal. Fähigkeitsrang 3. Bonus für Fernfahrt. 286 gehabt hat. Insgesamt 7.312 Euro. Das habe ich jetzt irgendwie ganz falsch gemacht. Ich mach mal die Lampe an für Peter. Wo musst du denn hin? Auf die 7. Auf die 7? Was heißt denn auf die 7? Ach so, hier bei den Verladerampen. Jo. Oh. Pupka, dankeschön. Silent Pain auch da. 40 Monate schon, ja moin. Unknown hat noch 2 da gelassen und der Fund auch 43. Dankeschön. Ah, guck mal, das sieht. Das sieht gut aus. Ach so, da ganz in die Ecke. Richtig ekelhaft. Ja. Ja. Das sieht doch super aus. Ich habe aus Versehen nach vorne statt nach hinten gedrückt. Sind wir heute aber auch mal wieder. Ja, jetzt kannst du einfach vorwärts ziehen, gerade und dann einfach weiter rückwärts. Ich dachte, ich schaffe das so schön. Also. Der Piepen kommt, wenn ich rückwärts fahre, Mary. Wait, warum geht denn jetzt das Licht nicht mehr mit? Ist der wieder ausgemacht? Der hat das wieder ausgemacht. Was soll das denn? So, abkurbeln. So nämlich. Oh. Wir kommen jetzt aber Level 3 hier nochmal Fernfahrer gönnen, oder was? Ja, dann können wir richtig weit fahren. 850 Kilometer. Das ist schon ordentlich. Zakutime ist wieder wach, ja. Anwenden. Gemacht. Voll geil. Ah, ja, macht ja nichts. Ja, guck mal, aber doch. Also Chat, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe heute kein Geld verdient. Wir haben jetzt 64.000 und ich meine, wir hätten mit 69.000 angefangen. Ja, weil ich ja noch einen neuen Motor und Getriebe, einen neuen Motor habe ich geholt und noch diverse andere Sachen. Also ist schon okay. Was hat jetzt hier meine, wie hieß du noch? Katie, was hast du so gemacht? Zeig mir mal dein Fahrtenbuch, ob du auch noch hier berechtigt bist. Salzburg-Wien. Für 45 Euro Profit? Wow. Da aber richtig gegönnt. Lecco mio, ey. 45 Euro. Salzburg-Wien. Was fährt die denn teilweise für eine Scheiße? Du kannst ja scheinbar sagen, dass die sich auf hochwertige Dinge konzentrieren soll. Wie denn? Einarbeitung in... Was spielst du Sex mit mir? Hochwertige Fracht. Das wärst du doch wieder, oder? Oder wärst du eher zerbrechlich? Nicht mehr hochwertig kommen. Ah, dann machen wir hochwertige Fracht. Levelt die das dann auch? 77.000 habe ich angefangen. Oh mein Gott, ihr wisst zwar echt alles. Ach so, genau. Und bei der Bank wollte ich mal eben vorbeigucken, wie das da so kreditmäßig aussieht. Offene Kredite. Zurückzahlung verbleiben. 359.000. Ja, moin. Also ich muss nur noch 63 Tage Kredit zurückzahlen. Pro Tag 5.700. Warte mal. Nee, können wir nicht. Also wir müssen schon pro Tag 5.800 verdienen, damit sich die ganze Chose hier lohnt. Und aktuell... Ja, guck mal, ich hole halt alleine schon raus. 11.700 pro Tag.
Alles gut. Du bist hier dein Arbeitstier. Ja, wirtschaftstechnisch sind wir hier voll im Lachs. So, speichern. Da muss ich speichern? Naja, da speichern. Ja, würde ich mal machen. Der fragt dich, glaube ich, wenn du das jetzt beendest, auch, ob du den Fortschritt übernehmen willst, aber ich bin mir da unsicher. Ich nenne den Speicherplatz mal Ernst. Guck mal, ich habe 37.000 Geld verdient in dieser Sitzung. Ja, guck mal. Das ist doch schon was. Bin ja gut. Ah, das war doch ganz chillig, Chat. Danach chillig, kommt aber aufregend. Morgen wird Wreckfest gestreamt, wenn ich das richtig habe. Und zwar wirklich. Ja. Bram bereitet sich mit La vor. Und Formula Lena für Crash Team Challenge am Donnerstag. Das gibt es um 18 Uhr am Donnerstag, beziehungsweise morgen um 19 Uhr. Und da seht ihr dann Bram ein bisschen rabiater fahren als heute Abend. Würde mich sehr freuen, wenn das wiederholt werden würde. Ja, Glotzer, wir können ja jetzt auch weiterfahren. War sehr chillig. Ja, finde ich auch. Vielleicht suchen wir uns nächstes Mal noch so ein GEMA-freies Radio oder so. Das ist doch ganz nice. So, wer ist denn gerade hier am Stream Rhinosen? Wie wäre es denn? Oh, spielt der? Ist ja wild. Ich dachte, der hat die Hand gebrochen. Was macht der denn da? Wie wär der mit Fischkopf? Dem können wir mal schöne Grüße und gute Besserung wünschen. Er hat da die Hand gebrochen, ne? Oder ist das auch so ein Haarriss wie bei Jay? Ja, das weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, WASD konnte er benutzen. Ja, dann kann es nicht so schlimm sein. So. Kanal Raiden. Hat keinen Song mit deinen 500? Great Begin. Chat, es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Subben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schöne Grüße an den Arthur. Und dann hören wir uns hoffentlich Donnerstag wieder. Und morgen Abend können wir Brammen zugucken. Jawohl. Tschüss, Chat. Danke für heute. Na.